Ich begrüße Sie zum Workshop Plattform und Tools. Mein Name ist Luca Curella und ich bin der Moderator. Zusammen mit Gary Tidwell. Wir versuchen Sie hier durch die Technik und das Programm zu führen. Wir haben 90 Minuten Zeit und in den 90 Minuten erwarten Sie vier Themenschwerpunkte mit kurzen Impulsen aus der Praxis. Die sind immer jeweils ungefähr 10 Minuten. Und im Anschluss an jeden Impuls haben wir Zeit für Verständnisfragen. Die können Sie auch gerne im Chat stellen, weil wahrscheinlich sind jetzt schon 31 Leute im Workshop, also können nicht alle gleichzeitig mit Kamera und Audio online sein. Aber wir sammeln dann die Fragen im Chat und gehen da gerne drauf ein. Und nach allen Präsentationen haben wir nochmal Zeit für so einen vertiefenden Austausch, wo wir dann, wo dann noch mehr Leute mit Kamera und Audio sich zuschalten können. Es gibt schon den ersten Hinweis, können bitte alle, die das Mikro, die nicht sprechen, das Mikro ausschalten, weil es sonst einen Hall gibt. Das wollte ich auch gerade sagen. Und wenn wir gleich Präsentationen sehen, es gibt unten rechts so ein kleines viereckiges Zeichen, um den Vollbildmodus einzuschalten, weil sonst sind die eventuell zu klein und Sie können das nicht gut sehen. Also gerne den Vollbildmodus einschalten. Falls etwas hakt, das Browserfenster nochmal neu laden, ist ein browserbasiertes Tool, also meistens klappt es dann wieder. Ja, und so hoffen wir mal, wir kommen hier gut durch. Dann würde ich schon quasi die erste Präsentation starten wollen. Den Anfang macht Boy Büttner vom Paritätischen Wohlfahrtsverband in Schleswig-Holstein und er berichtet von seinen Erfahrungen zum Thema Online-Learning. Online-Beratung. Ja, moin moin. Kann man mich hören? Ja. Sehr schön. Immer nicken, das ist gut, dann kriegt man immer eine gute Rückmeldung. Sehr schön. Ja, ich versuche mal meinen Bildschirm zu teilen. Ich bin so ein bisschen sozusagen Überraschungsmodus, wie das dann genau aussieht. Aber bestimmt klappt das. Ich mache jetzt Teilen des, in diesem Fall der PowerPoint wahrscheinlich. Und jetzt ist die Frage, ob Sie das sehen. Sehen Sie die PowerPoint? Also bitte was sagen. Nee, wir sehen den Bildschirm. Also. Ah ja, okay. Also den Open-Bildschirm. Ja, mache ich mal beenden und versuche es nochmal. Machen wir es mal so. Sehen Sie das jetzt, was ich sehe, die PowerPoint? Geben Sie mir gerne eine akustische Rückmeldung. Ja. Sieht gut aus. Sieht gut aus, okay. Ja. Genau. Dann würde ich jetzt starten. Also ja, vielen Dank für die Einladung und dass ich hier kurz was aus dem Projekt Sozial gestaltet digital erzählen kann zu dem Thema Online-Beratung, Software und Plattformen. Vielleicht einmal vorweg, also ich selber sehe jetzt auch nur meine PowerPoint und wenn Sie Anmerkungen haben oder an die Moderation einfach gerne akustisch melden, auch wenn irgendwie der Ton schlecht ist oder so, bitte mir eine akustische Rückmeldung geben, weil ich sehe jetzt nichts mit dem Chat oder die anderen Webcam-Bilder. Ist das angekommen? Vielleicht kurze Rückmeldung? Ja, ist angekommen. Ja, perfekt, super. Alles klar. Jo, ich habe ein schönes Schaubild gezeichnet, auch mit einem perfekten Rückenwind-Logo. Oben drüber einmal die Agenda für die Viertelstunde, die ich jetzt hier für Sie bereit vorbereitet habe. Also ich gebe Ihnen einen kurzen Einstieg, sage nochmal was zu mir und dann auch mit zwei Sätzen zu meinem Projekt. Ich werde jetzt nicht da groß ausschweifend sein und dann auch ziemlich schnell auf das Thema Online-Beratung und Online-Beratungsplattform kommen. Da gab es nämlich aus dem Projekt heraus eine Idee, die wir verfolgt haben und über diese Idee möchte ich berichten und auch gerne natürlich über das Scheitern, das im ersten Schritt nach dieser Idee kam. Das ist ja häufig so bei neuen Projekten, dass das nicht so ganz reibungslos funktioniert, wie man sich das vorstellt. Darüber werde ich was erzählen. Dann ein ganz kleiner Exkurs zum Thema Plattform. Gar nicht so allgemein, was eine Plattform und so, das hat man, glaube ich, schon tausendmal gehört, sondern tatsächlich in Bezug darauf, was hat Plattformisierung mit Wohlfahrt oder Sozialwirtschaft zu tun. Dann werden Sie alle mit mir gemeinsam Teil eines Experiments. Das wird für mich auch der spannendste Teil sein. Das dauert so 2-3 Minuten. Dazu werden Sie nachher Smartphone benötigen. Das heißt, wenn Sie das irgendwo auf einer Tasche noch haben, können Sie schon mal rauskramen, weil das brauchen Sie dann.
Dann werde ich erzählen, ich habe ja eben von Scheitern gesprochen. Natürlich geht es nach dem Scheitern immer weiter. Wir haben eine neue Idee entwickelt und vor allem auch, das könnte vielleicht für andere eben auch interessant sein, die zukünftig sich an Projekte ranwagen, die Learnings mit rausgezogen und nochmal für Sie zusammengefasst. Zumindest was die Learnings aus unserer Sicht sind. Genau, mein Name ist Boy Büttner. Ich bin die Projektkoordination vom Projekt Sozial gestaltet digital. Das ist vom Paritätischen in Schleswig-Holstein und richtet sich eben an unsere Mitgliedsorganisationen. Da sind so ja, 60 Mitgliedsorganisationen mit über 150 Teilnehmenden mit dabei. Wer darüber mehr erfahren will, ich stelle den Link gleich nach meinem Vortrag auch nochmal gerne in den Chat rein, dass man sich das angucken kann. Das Besondere an diesem Projekt ist, das muss ich vielleicht vorweg sagen, wir haben uns nicht quasi auf ein Spezialthema fokussiert, an dem wir 3 Jahre lang arbeiten, sondern es ist eine große Themenvielfalt. Also wir haben uns mit allen möglichen Bereichen, die mit Wohlfahrt, Gemeinnützigkeit und Digitalisierung zusammenhängen, beschäftigt. Und das, worüber ich heute erzähle, ist nur ein ganz kleiner Teil sozusagen der verschiedenen Aktivitäten, die wir in den vergangenen 2,5 Jahren hatten. Also das Projekt geht ja noch bis Juni nächsten Jahres. Okay, vielleicht zum Problem. Ja, also hier so ein irgendwie Coronavirus-Symbol oder sowas. Also es geht um das Thema Online-Beratung, worüber ich heute spreche. Denn in dem Projekt Sozial gestaltet digital gab es verschiedenste Projektgruppen, die sich gebildet haben. Also zum Beispiel zum Thema Digital Leadership oder zum Thema Organisationsentwicklung oder zum Thema digitale Tools und digitale Ethik und so. Und dann gab es noch eine Projektgruppe, die hat sich mit dem Thema Online-Beratung beschäftigt. Und die war gar nicht so aktiv zu Beginn des Projekts. Und dann kam quasi die Corona-Krise. Und wie in vielen anderen Bereichen auch, ging es dann natürlich darum, wie kann man jetzt husch, husch, schnell, schnell mal Online-Beratung anbieten. Und diesem Thema haben wir uns über diese Projektgruppe natürlich intensiv gewidmet. Also wir haben verschiedene Fortbildungen gemacht, beispielsweise mit Emily Engelhardt vom Institut für E-Beratung heißt es, glaube ich, wo es dann erstmal darum ging, Organisationen, die noch gar nicht Online-Beratung machen, ja, was können die überhaupt kurzfristig machen und was gehört eigentlich zur Online-Beratung in der Profession mit langer Ausbildung und so weiter, dann in einem späteren Schritt vielleicht dazu. Also es ging quasi ja um so ein bisschen den Krisenmodus auch. Gleichzeitig ist dort aber auch die Frage natürlich entstanden, oh, wenn wir uns jetzt mit dem Thema Online-Beratung beschäftigen, wie wollen wir das denn eigentlich langfristig aufstellen? Also das ist zumindest die Frage unserer Mitgliedsorganisation gewesen. Also das Problem, um das es ging beim Thema Online-Beratung, eben wie können wir jetzt Online-Beratung durchführen in der Corona-Krise, aber auch wie kann das als zukünftiges festes Angebot vielleicht für die Einrichtung, für die Beratungsstellen selber umgesetzt werden. Bei denen, die von unseren Mitgliedsorganisationen bereits Software nutzen, von bestimmten Anbietern, bestand eine Unzufriedenheit. Es gab immer wieder natürlich Fragen zu Finanzierung, Fortbildungsfragen, Reichweite. Also was mache ich, wenn ich jetzt meine Beratungsangebote nur in der Region finanziert bekomme, aber jemand aus Bayern halt sich Hilfe suchend an uns wendet. Also das sind ja dann auch Finanzierungsfragen. Genau, und die Idee war dann halt, dass wir über diese Projektgruppe Online-Beratung uns dem Thema nochmal nähern und auch gleichzeitig nicht nur diesem Software-Thema, also über was macht man das und Fortbildung und so weiter, sondern auch dem Plattform-Thema. Also wie baut man quasi Zugänge für Hilfe oder Ratsuchende und wie matcht man die verschiedensten Beratungsangebote, die es gibt, zu verschiedensten Themen mit den unterschiedlichen Ratsuchenden, nenne ich es jetzt mal. Und die Idee, die uns relativ naheliegend kam dann, war, weil die Caritas nämlich da ja schon ziemlich gut aufgestellt war, ob wir das hinbekommen, die Caritas-Beratungssoftware, die durch öffentliche Förderung programmiert wurde und die als Open-Source-Software bereitgestellt wurde. Das war sozusagen der Stand damals, den wir hatten. Ob wir die uns nehmen können, ist ja schließlich Open Source, und in einer Art paritätischer Version selber umsetzen können. Und die Idee war dann halt eben, das in meinem Projekt halt umzusetzen.
Das Ganze Open Source hat natürlich einige Vorteile, also Public Money, Public Code, also es werden halt bestimmte Sachen, wie auch eben dieses Softwarepaket quasi aus öffentlicher Hand gefördert. Das hat sehr viel Geld gekostet und es ist natürlich nun schon logisch, dass das auch weiterhin von anderen Verbänden vielleicht weiter genutzt werden kann. Also das Geld nicht quasi den kommerziellen Anbietern geben, mal überspitzt formuliert, sondern im Kreislauf der Sozialwirtschaft selber lassen, selber die Software programmieren lassen, entwickeln, weiterentwickeln und auch betreiben. Da könnte es dann zum Beispiel eine Entwicklergemeinschaft geben, was weiß ich, die Caritas betreibt, vielleicht Diakonie und Paritätischer und noch andere Akteure und alle gemeinsam schmeißen quasi Ressourcen in den Pott, um halt so eine Software dann weiterzuentwickeln. Dann natürlich das Thema Plattform, habe ich eben schon erwähnt, also ein Zugang sozusagen, um diese Online-Beratungsangebote auch gut sichtbar zu machen und sie nicht fragmentiert im Web auf den verschiedenen kleinen, relativ kleinen Seiten der Beratungsstellen unsichtbar zu lassen. Genau, und ein anderer Punkt ist noch, den darf man auch nicht vergessen. Also in dem Moment, wo man anfängt, natürlich sich mit dem Thema, wir betreiben selber eine Open-Source-Online-Beratungssoftware und eine Plattform, fängt man natürlich an, selber sozusagen digitale Infrastrukturen mit selber aufzubauen und zu betreiben. Und das ist natürlich auch ein super spannender Gedanke. Da komme ich gleich nochmal zu. Kleiner Hinweis zur Zeit. Also wir sind jetzt schon bei 9 Minuten. Ja. Okay, ich kürze es ein bisschen ab. Also unsere Idee war, das Ding selber umzusetzen. Das haben wir tatsächlich nicht hinbekommen. Mit eigenen IT-Lern und Dienstleistern haben wir ausführlich geprüft. Weil das ist nicht eine Software, die man einfach so mal installieren kann, sondern da brauchst super viel IT-Know-how. Wir haben uns über verschiedene Gedanken gemacht, haben dann bei unseren Mitgliedsorganisationen eine Abfrage gemacht und sind damit gescheitert. Und zwar aus folgendem Grund. Von den Mitgliedsorganisationen, die wir in unserem kleinen Landesverband gewinnen konnten, haben wir nur 14 Organisationen zusammenbekommen, die sozusagen sich auf diesen Prozess einlassen, weil diese Software ist ja nicht quasi ein Angebot, wo man draufklickt, man bestellt es und dann hat man es, sondern es wäre ein gemeinsamer Entwicklungsprozess gewesen mit ziemlichen Ungewissheiten, ob das alles so funktioniert, wie man das auch umsetzen kann. Deswegen sind wir sozusagen, wenn man das kurz und knapp macht, gescheitert. Trotzdem ist die Grundfrage, und das ist das eigentlich oder eine der Messages, die ich hier heute nochmal mitgeben will, die, glaube ich, alle Akteure in dem Bereich für sich bestimmen müssen. Sollen Wohlfahrtsverbände eigentlich selber digitale Infrastruktur mitgestalten und auch stellen? Und die zweite Frage, wie verhalten sich Wohlfahrtsverbände untereinander? Also sind sie in Kooperation zueinander oder eher Konkurrenz? Und wie kann, wenn man Kooperation will, eigentlich da verbandsübergreifend rangehen? Gut, zu dem Exkurs, den überspringe ich jetzt einfach, weil die Zeit ist tatsächlich viel knapper als gedacht. Hier hätte ich jetzt noch was sagen können zum aktuellen Prozess Online-Beratung in der Suchthilfe. Da sind verschiedenste Akteure gerade dabei, das umzusetzen. Und da gehe ich jetzt aber mal nicht näher drauf ein. Grundsätzlich glaube ich, dass es im Grunde genommen zwei Arten von Problemen gibt, was Digitalisierung angeht. Das eine sind Probleme, bei denen sich einzelne kleine Organisationen selber mit beschäftigen müssen. Also wie wollen die ihre Angebote erstellen? Was brauchen die vielleicht für spezielle Beratung und so weiter. Also Dinge, die wirklich Organisationen für sich selber erledigen müssen an Hausaufgaben und an Planung. Und eben zusätzlich gibt es aber natürlich eine Reihe von Dingen, die sind so komplex, die bedarfen großer finanzieller Mittel, die bedarfen großer Anstrengung von Kommunikation, dass sie das nicht alleine hinbekommen. Und ich glaube, da kommen halt eben Wohlfahrtsverbände natürlich ins Spiel und das ist sozusagen, was ich eben beschrieben habe, das Thema gemeinsam eine Software mitentwickeln, anbieten und auch eine Plattform drumherum bauen. Das ist ein typisches Wohlfahrtsverbandsthema. Das kann nie eine Organisation alleine machen. Warum sollte aber überhaupt, und da bin ich jetzt dabei, mir was von der Caritas von Frau Welskop-Defa zu klauen hier, warum sollten überhaupt Wohlfahrtsverbände sich mit dem Thema Plattform beschäftigen? Und nur ganz kurz, also natürlich können wir auch darauf warten, dass das kommerzielle Anbieter machen oder die Politik, wie das momentan bei der Sozialplattform funktioniert.
Ich glaube, und so verstehe ich auch WelsCop-DEFA, dass es keine gute Idee ist, weil Wohlfahrtsverbände sind mehr als reine Anbieter von sozialen Dienstleistungen. Sie bringen drei wesentliche Punkte zusammen. Also einmal natürlich die Dienstleistungen, dann sind sie aber auch sozialanwaltschaftliche Interessensvertretung für die ganzen Klienten. Und in der Wohlfahrt findet unglaublich viel an Engagement statt, ehrenamtliches Engagement. Und diese drei Bereiche, die kommen einmalig halt, und das macht das Besondere ja der Wohlfahrtsverbände aus, in Wohlfahrt zusammen. Das passiert an keiner anderen Stelle. Und deswegen, wenn man das auf Plattform weiterdenkt, wenn man überlegt, wie will man eigentlich Plattform bauen, ist das sozusagen der entscheidende Unterschied bei der Konzeption von Plattformen durch Wohlfahrtsverbände im Vergleich zu der Gestaltung von profitorientierten Plattformen durch kommerzielle Anbieter. Also das ist nochmal, finde ich, ein entscheidender, wesentlicher Punkt, weshalb wir dieses Thema angehen sollten. Genau. Und jetzt kommen wir zu dem Experiment. Ich möchte Sie bitten, dass Sie Ihr Smartphone einmal rauszücken oder, wenn Sie keins haben, rufen Sie einfach Google auf. Auf dem Smartphone ebenfalls Google bitte einmal aufrufen mit dem Browser. Anschließend suchen Sie bitte einmal nach dem Begriff Online-Beratung Sucht. Und anschließend schreiben Sie bitte in den Chat, auf welcher Ergebnisposition die Caritas erscheint. Das ist Ihre Aufgabe. Dafür haben Sie jetzt 30 Sekunden Zeit, die von meiner knappen Zeit hier mal abgeht. Und ich mache hier mal ein bisschen Virtuelles. Schreiben Sie es bitte in den Chat. Okay. Und Werbeanzeigen zählen natürlich nicht. Okay. Ich sehe 111. Geh einfach in den Chat rein. Gut. Okay, angesichts der Zeit will ich da gar nicht weiter drauf gehen. Also wir sehen überall momentan, glaube ich, den Platz 1. Und jetzt kommen wir quasi zum nächsten Punkt, das, was sich mit dem Dreieck gerade gezeigt hat. Eigentlich müsste es quasi nochmal als Pyramide gedacht werden, weil natürlich ist es ein Problem, wenn nur einer der Verbände, also ich freue mich sehr für die Caritas, die haben es auch echt schlau gemacht und gut gemacht. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass andere Verbände, also zumindest die Mitgliedsorganisation oder Einrichtungen der anderen Verbände sich fragen müssen, naja, also bauen wir jetzt eine Konkurrenzplattform dazu auf, also weil die, also es sind viele Online Begriffe, mit denen man nach Online-Beratung suchen könnte, wo man bei der Caritas landet. Schlauer wäre es natürlich, Gesamtsystem betrachtet, wenn halt irgendwie es möglich wäre, eine Plattform zu bauen oder Angebote zu bauen, in dem das Ganze verbandsübergreifend läuft. Gibt es, glaube ich, auch schon in anderen Bereichen. Also ich glaube, bei der Mbeon-App zum Beispiel, wo es eine Migrationsberatung gibt, ist das so. Aber das ist ein Punkt, da muss, glaube ich, müssen die Wohlfahrtsverbände auf jeden Fall gut zusammenarbeiten. Es wäre auch unlogisch, wenn jeder Verband, glaube ich, eine eigene Plattform aufbaut für die gleichen Themen zumindest. Das wäre totaler Quatsch und auch Geldverschwendung. So, ich husche ein bisschen durch den ganzen Rest meines Vortrags durch. Also, ich habe ja eben berichtet, wir sind ein bisschen gescheitert in Schleswig-Holstein. Natürlich sind wir an dem Thema dran geblieben. Und was wir jetzt gerade tun, ist der andere Weg. Also wir sind ja nicht nur Schleswig-Holstein, sondern wir sind eben initiiert durch unser Projekt in Schleswig-Holstein dazu gekommen, dass wir jetzt versuchen, auf bundesweiter Ebene, immer noch nur paritätischer, dort genug genug Beratungsstellen zu finden, die sich diesem Projekt anschließen, sodass es quasi von der Organisation und finanziell so abbildbar ist, dass wir eine paritätische Version der Online-Beratungssoftware umsetzen können und dann als nächsten Schritt auch sozusagen den Plattformzugang mitdenken. Also wir machen jetzt erstmal Schritt 1 ist Software nutzen, Schritt 2 wäre dann auch eine Plattform aufzusetzen, über die die Angebote dann erreichbar sind. Genau. Und ich hoffe, ich habe jetzt noch die 30 Sekunden. Die Learnings. Also was ist, also das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, das war quasi ein Prozess, der ging über ein Dreivierteljahr mit viel Arbeit von den Projektteilnehmenden aus dieser Projektgruppe Öffentlichkeitsarbeit, Online-Beratung. Und letztendlich haben wir es jetzt immer noch nicht umgesetzt. Also es braucht auf jeden Fall Zeit. Unsere Learnings aus dem ganzen Prozess sind auf jeden Fall folgende.
Wenn öffentliche Förderungen erfolgen und dadurch Open-Source-Projekte umgesetzt werden, also wie zum Beispiel die Caritas Open-Source-Online-Beratungssoftware, dann sollte immer als Fördervoraussetzung mit dabei sein, dass es auch in Anführungsstrichen Geschäftsmodell oder vor allem Skalierungsmodell mitgedacht werden muss. Und das muss auch sozusagen aus meiner Sicht honoriert werden, wenn das gelingt. Also wenn wir als Paritätischer aus öffentlichen Mitteln eine Software, eine Open-Source-Software anbieten, dann muss quasi wirklich mitgedacht werden, wie kriegen das auch andere Landesverbände und auch andere Wohlfahrtsverbände hin, die zu nutzen. Also es reicht nicht, die einfach nur irgendwo abzulegen auf GitHub oder so und zu sagen, nehmt's doch. Weil es geht auch immer, also bei komplexeren Softwareprojekten darum, wie mache ich das denn genau? Wie organisiere ich das genau? Und das wäre auf jeden Fall, glaube ich, ein wichtiger Punkt für die Zukunft, dass das immer mitgedacht wird. Dann das Zweite, was eben ja auch schon anklang, ich glaube, neue Formen von verbandsintern, also das wäre jetzt paritätischer, aber auch verbandsübergreifenden Kooperationsprozesse müssen irgendwie gestaltet werden, sodass dort halt eben nicht Dinge doppelt entwickelt werden und nicht in verschiedene Richtungen gleichzeitig entwickelt wird. Genau, und dann natürlich muss auf jeden Fall die Herausforderung bewältigt werden, dass halt eben natürlich diejenigen, die das nutzen, also Beratungsstellen in diesem Fall, vielleicht Klientinnen, aber auch die verschiedenen Ebenen, die damit zu tun haben, vielleicht auch ministerielle Ebenen, bei uns Landesverband, Gesamtverband, dass die alle in irgendeiner Form gute Beteiligungs- und Kooperationsmöglichkeiten hinbekommen. Ich glaube, das ist wesentlich, damit nicht dauernd irgendwelche parallelen Prozesse gleichzeitig abläufen. Genau, das war's von meiner Seite. Ja, vielen Dank für diesen wirklich sehr spannenden Input. Also Sie haben die Zeit überzogen, aber ich habe es jetzt trotzdem mal einfach laufen lassen, weil ich fand, da waren jetzt schon sehr gute Impulse drin für den Austausch am Ende. Und deswegen würde ich jetzt die anderen Teilnehmenden aus Zeitgründen bitten, ihre Fragen quasi zu sammeln und sie dann sonst am Ende nochmal zu stellen und jetzt zum nächsten Input überzugehen. Ja? Wir freuen uns als nächstes auf Julia Dröge von der Sozialdiakonischen Arbeit Lichtenberg-Oberspree und sie erzählt von LAMP-Padlets und multiprofessionellen Teams. Frau Dröge. Also ich steige ein, Sie hatten mich ja schon vorgestellt, direkt in diese Frage, die wir hatten, das beleuchtet einen Aspekt unseres gesamten Rückenwindprojektes, was das heißt, multiprofessionelle Teams. Jetzt heute zentral ist eben die Frage, die wir uns gestellt haben, wie können wir Weiterbildungsinhalte, Personalentwicklungsinhalte den Teams in unseren 12 Kitas direkt zukommen lassen. Und zwar auf eine niedrigschwellige Art und Weise. Kita-ErzieherInnen haben in den allermeisten Fällen erst wenig digitalen Kontakt, also zumindest auf der Arbeit, und auch nur sehr kleine Zeitfenster, um sich mit sowas überhaupt zu beschäftigen. Also das Thema Zeit ist bei uns ein Riesenfaktor im Projekt. Dann die Frage, okay, eine Lernplattform in Richtung Moodle oder irgendwie so, das wurde ganz, ganz schnell schon verworfen. Wie gesagt, niedrigschwellig, benutzerinnenfreundlich, intuitiv bedienbar war uns wichtig und ästhetisch ansprechend tatsächlich auch. Also so, dass es Lust macht, wenn man zum ersten Mal das sieht. Und in dieser ganzen Corona-Zeit mit dem Homeschooling sind wir dann auf dieses Tool einfach, Padlet ist ja da geboomt, aufmerksam geworden. Und jetzt zeige ich, also wir haben das einfach für uns adoptiert und nennen es Lern-Padlets in den Teams. Und eines dieser Lern-Padlets der 12 Kitas zeige ich jetzt, indem ich meinen Bildschirm teile. Ähnlich wie mein Vorredner, ich sehe ja jetzt niemanden. Genau. Wir sehen Ihren Screen. Okay, wunderbar. Also hier sehen wir eben unser Kita Spricknipse, das Lernpadlet. Das heißt also, jede Kita hat bei uns ein eigenes Lernpadlet. Und die Autorenschaft für dieses Lernpadlet haben jetzt in diesem Fall wir als Personalentwicklung. Und wir haben dann quasi erstmal einen Prototyp erstellt und dann geklont. Und dann gibt es aber für jede Kita auch noch individuelle Spalten.
Und wir, also wie jetzt hier zu sehen ist, ist einfach meine Spalte mit Kontaktdaten und Informationen. Und da haben wir aber auch ein Handout dazu, wie selber Padlets erstellt werden kann, weil das ist auch ein großer Punkt bei uns gewesen. Wir haben auch Schulungen gemacht, sodass Kitas halt ihre eigenen Padlets auch erstellen können. Das ist auch passiert, wie wir gleich sehen werden. Und dann ist eben jetzt konkret Gruß aus der Personalentwicklung unsere Spalte, wo wir kleine Inputs reingeben, zum Beispiel in dem Fall zu Feedback, Haltung beim Feedback. Aber auch wurden wir gefragt, oft zum Thema Copyright. Da haben wir dann ein Video rausgesucht, was passt. Und in diesem Fall hier FAQs, Tablets, weil wir mit Rückenwind Tablets angeschafft haben für die Kitas. Und hier ist die erste Verlinkung, die Sie sehen können. Das ist eben ein, das hat gerade erst gestartet, dass wir so Fragen und Rückmeldemöglichkeiten hier haben zu spezifischen Problemen, die sich zeigen bei dieser Anwendung der Tablets. Genau. Dann gehe ich zurück auf das Ursprüngliche. Das wird jetzt öfters passieren, diese Verlinkungen und draufklicken sozusagen, das gehört dazu. Dann ist für die Kita Spreeknipse, da sieht man hier nochmal unsere kleine Rückenwind-Strichfigur, die ist auf all unseren Öffentlichkeitssachen drauf. Und das war in dem Fall Werkstattgestaltung im weltoffenen Dorf. Im weltoffenen Dorf war oder ist das Jahresthema dieser Kita bei Rückenwind. Und quasi am Beispiel dieses Jahresthemas haben wir dann verschiedene Formate und Tools in die Anwendung gebracht. Und sie hatten auch dazu einen Teamtag und die Dokumentation dessen habe ich dann eben hier hochgeladen, damit das ganze Team zugreifen kann. Und das ist natürlich ganz neu. Also dieses überhaupt, dass ich Inhalte hochladen kann, die jetzt das Team direkt bekommt und nicht immer diese Schleife über die Kita-Leitung gehen zu müssen, ist ein großer neuer Punkt bei uns jetzt überhaupt in der Organisation. Und dazu kommt noch die Tatsache, dass die Einzelmitarbeiterinnen in den Kitas haben keine eigenen E-Mail-Adressen. Und über dieses Padlet, aber das brauchen die auch nicht. Also sie können auch ohne eine E-Mail-Adresse auf dieses Padlet zugreifen. Und faktisch ist es so, dass jede Kita hat inzwischen einen eigenen Padlet-Zugang. Das heißt, jedes Team hat einen Zugang fürs Padlet und darüber können Sie das auch abrufen. Das zeige ich gleich noch mal kurz. Wir haben dann noch die Spalte, was ist uns und anderen gut gelungen, weil von und miteinander lernen ein Schwerpunkt auch unseres Rückenwind-Projektes ist. Und das ist eigentlich auch so der größte Wunsch gewesen seitens der Teams, dass sie so ein bisschen wie so eine Best-Practice-Datenbank anfangen aufzubauen. Und das kann schon sein, dass die irgendwann abgelöst wird durch ein anderes Tool, wenn man irgendwann mit Suchfunktionen arbeiten möchte. Aber jetzt, um überhaupt diesen Anfang zu machen und dieses, wie gesagt, niedrigschwellige, dieses Padlet, was hier verlinkt ist, das wurde komplett von den RückenwindbotschafterInnen, die auch zu unserem Projekt gehören, das sind Mitarbeiterinnen aus den Teams, wie so Multiplikatorinnen, wurde von denen quasi erstellt. Da habe ich nichts mit zu tun als Autorin. Und da können Sie eben jetzt, neuerdings wurde was zu St. Martin hochgeladen, Ihre Ideen und Methoden und so selbstständig. Und auch in dieser Spalte findet sich noch ein verlinktes Padlet zur Hospitation, weil dort, weil das ist auch ein Baustein unseres Rückenwind-Projektes, Hospitieren in den verschiedenen Kitas. Dazu muss ich sagen, dieser Punkt gestaltet sich gerade sehr schwierig, erst wegen Corona und jetzt wegen Personalmangel, ein beständiges Thema. Aber die Kitas haben eben hier hochgeladen, so eine Art Suche und Biete. Was könnten wir denn in den anderen Kitas sehen? Was könnten wir anbieten? Und da haben auch die Fachberaterinnen unterstützt und auch Dinge reingeschrieben. Das entwickelt sich auch noch immer weiter. Und vorletzte Spalte ist der Bereich Fachaustausch.
Und hier, das ist, da waren wir ganz besonders gerührt tatsächlich, weil das hat eine Rückenwindbotschafterin in ihrer Freizeit einfach aus Interesse am Thema und Lust an diesem Tool, hat sie da so viele Stunden investiert und alles, was sie zu dem Thema Anti-Bias wusste oder hatte auch an Material, hat sie einfach hier hochgeladen. Da haben wir dann noch ein bisschen mit der Kuratierung sozusagen unterstützt, aber ansonsten hat die das wirklich alles selbstständig da reingebracht. Genau, und die letzte Spalte sind eben noch die Termine, die jetzt das Team vielleicht während des, also von Rückenwindseite aus noch hat, können wir hier auch noch einfügen. So, und jetzt in Bezug auf die Highlights sozusagen, da ist der eine Punkt uns so wichtig, diese verschiedenen Autorenschaften, die möglich sind. Also einerseits, dass wir diese Oberfläche kuratieren können und dass es kein Chaos wird, dass das übersichtlich bleibt und ästhetisch ansprechend. Und gleichzeitig haben wir aber die Möglichkeit, verschiedene Autorinnen zu präsentieren, eben zum Beispiel einzelne Mitarbeiterinnen, wie hier im Fachaustausch oder auch, das hatte ich nicht gezeigt, das ist hier nochmal ein verlinktes Palette von einer Fachberaterin, die unser Konzept in den Kitas, Kita ist weltoffenes Dorf, da auch auf ein Padlet quasi inzwischen in Module aufgesplittet hat und das nutzt für Schulungen. Genau, und also diese einmal die verschiedene Autorenschaft und dann habe ich aber auch die Möglichkeit hier über Teilen, wenn ich das Padlet nicht einfach als Padlet-Link mit Passwort verschicke, sondern richtig in den Mitgliedskonten Mitglieder hinzufüge, die kann ich dann quasi hier suchen, dann kann ich sagen, okay, zum Beispiel Silke kann schreiben, sie ist die Fachberaterin. Das heißt, sie dürfte auch hier Beiträge auf der Oberfläche des Lernpadlets eintragen. Allerdings die Kita-Mitarbeiterinnen, die können nur lesen und das ist für die Verbundsleitung der Kitas genauso. Sie kann auch nur die Inhalte lesen. Da kann man eine Unterscheidung machen. Das ist sehr praktisch. Und genau, und dann natürlich dieses Thema, dass das ganze Padlets nochmal innerhalb dieses Padlets verlinkt werden können. Das habe ich jetzt schon mehrfach gezeigt. Das ist auch für uns jetzt ein Highlight geworden und hat auch dazu geführt, dass dieses Thema Kollaboration und wirklich dieser Fachaustausch sehr zentral geworden ist und nicht so stark das, was wir am Anfang im Kopf hatten, dass wir sehr viel Inhalte von unserer Seite reinspielen. Also wir haben ja von Personalentwicklungsseite inhaltlich wirklich nur diese eine Spalte, wo wir von unserer Seite Sachen reinspielen und die anderen Spalten sind alles, die entstehen in dem Projekt und von den Projektbeteiligten aus sozusagen werden die hier eingebracht. Genau. Und was da auch noch ich vielleicht so zu sagen ist, ist, dass auch in dem Zuge auch eine Rollenklärung stattfindet, weil, also was sind sozusagen Inhalte, die aus der Personalentwicklungsseite ans Team herangetragen werden, was sind Inhalte, die von der Fachberatung kommen, wo spielt die Kita-Leitung mit rein, also das Ganze fließt hier auch ein Stück weit irgendwie immer noch mit, ist da so mit verwoben in dem Ganzen und da haben wir auch dann Workshops jetzt zu begonnen, zu diesen Rollenklärungen. Ich glaube, das waren so die Punkte, die ich jetzt unbedingt Ihnen mitteilen wollte über das Padlet. Ja. Ja, großartig. Vielen Dank, Frau Drüge. Also ich persönlich bin schon mal begeistert über die Vielfalt, wie man Padlets benutzen kann. Ich kannte das bisher in diesem Ausmaß nicht. Finde es großartig. Ein ganz anderes Feld, ne, als jetzt Online-Beratung. Lernen, gemeinsames Lernen in der Kita und so eine Vernetzungssoftware. Gibt es aus dem Publikum Fragen, Verständnisfragen jetzt zu dem Thema? Hätten wir jetzt kurz Zeit, die zu beantworten? Sonst. Also ich finde es auch ganz toll. Das ist jetzt keine Frage, sondern ich wollte es auch sofort loswerden, wie begeistert ich davon bin. Habe ich auch schon mit
mit meiner Kollegin kurz gechattet gerade. Haben die alle iPads oder kommt das jetzt nur vom Namen, dass ich dann da so dran denke? Oder wie machen die das? Genau, also wir hatten eine sehr, sehr dürftige Ausstattung an Laptops, als wir anfingen. Und jetzt haben wir halt in die Kitas eine Grundausstattung an Tablets reingebracht. Cool. Also Android-Tablets, genau. Die nächste Frage ist, wie lange hat die Einführung für die Mitarbeitenden gedauert? Also wir haben so Online-Schulungen gemacht, die so anderthalb Stunden war so dieser erste, so dass die erstmal Berührung damit hatten, dass sie sich als NutzerInnen quasi gut gefühlt haben. Und dann haben wir nochmal anderthalb Stunden für diejenigen, die wirklich auch selber Padlets erstellen wollen. Das haben wir auch online gemacht. Genau, aber es ist auch nicht flächendeckend passiert. Also es ist dann letztlich auf Anfrage, haben wir immer wieder dann diese Workshops angeboten. Ich bin auch sehr begeistert auch über die Niederschwelligkeit dessen. Was mich interessiert ist, wie ist das mit dem mit der Richtigkeit der Inhalte? Also wer prüft das? Ja, genau, das ist ein super guter Punkt. Also, und da fällt mir auch ein, dass ich diesen einen Punkt noch wegen Datenschutz vergessen habe zu sagen. Das wäre noch wichtig zu ergänzen. Also Datenschutz beim Padlet ist ja so, man kann zwar mit Passwörtern versehen, aber das verhindert, dass jetzt ganz Fremde da irgendwie draufschreiben oder sowas. Genau, aber letztlich ist es ein Tool, was halt in Amerika gehostet wird. Und deswegen können keine personenbezogenen Daten hier sich wiederfinden, was für Weiterbildungsinhalte ja in der Regel kein Thema ist. So. Genau, und das andere von wegen Qualitätskontrolle, genau deswegen sind wir auch in diese Rollenklärung jetzt mit eingestiegen, weil das ganz neu ist, dass zum Beispiel auch die Fachberaterin das Tool benutzen. Und letztlich sehen wir die inhaltliche Qualitätsprüfung im Fachbereich selber nicht bei uns, sondern eben über die Fachberaterin oder gegebenenfalls je nach Thema vielleicht auch Verbundsleitungen bei uns. Und dann aber zum Beispiel dieser Punkt, wo sie ihre Best Practice austauscht, da haben wir öfters drüber gesprochen, dass da würden wir es gerne sehr kollaborativ halten und dass das wie so eine, also dass sie selber in der Verantwortung sind zu entscheiden, sind diese Inhalte für meine Kolleginnen spannend, soll ich diese Idee hier draufschreiben und dass wir da gar nicht so stark zensieren oder irgendwas machen, sondern mal schauen, wie sich das dann entwickelt mit der Zeit. Sehr schön, ja. Vielen Dank für diesen Input und jetzt noch die angeschlossenen Fragen. Ich würde vorschlagen, wir gehen zum nächsten Thema über und schauen nochmal im Austausch, kommen bestimmt noch mehr. Das nächste Thema ist wieder was ganz anderes. Es geht um digitale Kompetenzerfassung und darüber berichten Carola Retz und Mona Schöffler von der Stephanus-Stiftung. Gut, ich beginne mal. Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Carola Retz. Ich komme von der Stephanus-Stiftung in Berlin und bin hier heute mit meiner Kollegin Mona Schöffler. Wir stellen Ihnen zusammen einen Teil unseres Rückenwind-Projektes vor zum Thema Plattformen, nämlich die digitale Kompetenzerfassung, die wir entwickelt haben und über eine und online mit den Führungskräften zur Verfügung stellen, dass sie das mit ihren Mitarbeitenden machen. Die Stephanus-Stiftung ist ein riesengroßer, also ziemlich großer Komplexträger in Berlin. Wir haben 4 Geschäftsbereiche, Behindertenhilfe, Werkstätten, Altenhilfe ist ein großer Bereich und Bildung und Kinder-Jugend, also Kitas, Schulen und Kinder- und Jugendeinrichtungen haben wir. Wir sind jetzt mit diesem Rückenwind-Projekt bisher maßgeblich im Bereich Wohnen und Assistenz in unserer Behindertenhilfe tätig. Ja, unser jetziges Rückenwind-Projekt hat 2 Schwerpunkte. Einmal die digitale Kompetenzerfassung und im zweiten Schwerpunkt das Thema E-Learning, nämlich Inhalte dezentral den Mitarbeitenden am Arbeitsort zur Verfügung zu stellen. Das, was bei der Kompetenzerfassung evaluiert wird, die Inhalte, die unsere Mitarbeitenden
verstärkt benötigen. Die wollen wir eben langfristig über E-Learning zur Verfügung stellen. Deshalb haben wir diese zwei Schwerpunkte, einmal kompetenzorientierte Personalentwicklung und Einführung von E-Learning über eine E-Learning-Plattform, die wir aber heute nicht vorstellen, weil E-Learning war hier schon Thema. Wir stellen jetzt nur die digitale Kompetenzerfassung vor. Wir haben uns so aufgeteilt, dass Mona den Weg dorthin kurz skizziert und ich dann die digitale Kompetenzerfassung online Ihnen kurz zeigen kann. Genau. Ja, vielen Dank. Dann übernehme ich mal. Carola Retz hat mich schon kurz vorgestellt. Mein Name ist Mona Schöffler und ich bin in dem Projekt Lernen 4.0 hauptsächlich für das Thema E-Learning zuständig, aber habe auch bei der Kompetenzerfassung mitgearbeitet. So, ich teile jetzt mal meinen Bildschirm und hoffe, das klappt alles gut. Ja, sieht gut aus. Wunderbar. Genau, also hier geht es einfach darum, dass ich kurz skizziere, wie sind wir oder wo stehen wir, wie sind wir vorgegangen bei dem Thema Kompetenzerfassung oder ja, ein Tool zu erstellen für das Thema Kompetenzerfassung. Zunächst haben wir das Anforderungsprofil, also für die verschiedenen Kompetenzbereiche. Sie werden das gleich nochmal sehen. Einfach ja, Literaturrecherche gemacht aus Berufsschulen, wo ja die verschiedenen Kompetenzbereiche auch abgedeckt werden, einen Entwurf gemacht und dann mit der Projektgruppe einfach abgestimmt. Und dann haben wir in Workshops mit Mitarbeitenden und auch Führungskräften aus dem Bereich Wohnen und Assistenz, weil dafür ist jetzt das Tool zunächst für den Bereich Verhaltensanker. Die Verhaltensanker, die werden Sie gleich auch nochmal sehen, also für die einzelnen Kompetenzen erarbeitet. Das war uns ganz wichtig, dass wir halt ja da auch die Rückkopplung an die Praxis haben, dass es nicht nur etwas theoretisch Ausgedachtes oder Erarbeitetes ist, sondern dass wir das mit den Mitarbeitenden dann auch erarbeiten. Als Vorbereitung gab es oder haben die Workshop-Teilnehmerinnen dann auch ein E-Learning zum Thema Kompetenzorientierung absolviert, so als Einführung in das Thema. Ja, dann wurde das Tool designt, also da haben wir eine Agentur beauftragt mit der Programmierung und haben dabei das natürlich dann nochmal inhaltlich überarbeitet. Und jetzt im Moment, seit September, laufen die Schulungen für die Führungskräfte. Das heißt, die werden in das Tool eingewiesen oder ja, angeleitet, es zu nutzen und vor allen Dingen auch, wie dann die Gesprächsführung in den Personalentwicklungsgesprächen dann auch stattfinden soll. Genau, und geplant ist jetzt, wenn die, dass es jetzt eingesetzt wird in Gesprächen dann halt, die Führungskräfte werden dabei begleitet und dann finden im nächsten Jahr nochmal Evaluationsworkshops statt, um zu schauen, wie hat es funktioniert, wo müssen wir vielleicht beim Tool nochmal was ändern, an der Vorgehensweise nochmal etwas ändern, bevor es dann auch für die anderen Geschäftsbereiche ausgerollt wird. Genau, das kurz zur ja, Erarbeitung, zur Vorgehensweise. Ich beende mal meine Freigabe und dann, Carola, gebe ich wieder an dich ab. Okay, vielen Dank, Mona. Ich teile jetzt unsere Homepage auf einer Subdomain, liegt diese digitale Kompetenzerfassung. So, warte, das ist nicht der Anfang. Sehen Sie das jetzt? Ja, ist gut zu sehen. Ja. Ah, sehr cool. Gut, das ist die Seite, auf die unsere Führungskräfte stoßen, wenn sie den Link von uns bekommen. Hier sind nochmal die Ziele der digitalen Kompetenzerfassung vorgestellt, dass nämlich alle Kompetenzen, die eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter benötigt, jetzt im Bereich Heilerziehungspflege, sind die Kompetenzen aufgeführt, sämtliche Kompetenzen eben aufgeteilt in die uns allen bekannten Kategorien, Fach, Methoden, Sozial- und personale Kompetenzen. Mit dem Fragebogen können die Führungskräfte gemeinsam mit den Mitarbeitenden herausfinden, welche Kompetenzen vorhanden sind und vor allen Dingen auch in welcher Ausprägung. Das ist das Interessante für uns. Und auf dieser Grundlage kann dann gemeinsam besprochen werden, was wir zukünftig mehr benötigt und welche Maßnahmen wollen wir dafür anpeilen.
Hier haben wir auch nochmal den Prozess dargestellt, weil es doch ein bisschen komplexeres Verfahren ist, dass die Führungskraft einmal im ersten Schritt eine Auswahl trifft, welche Kompetenzen sie mit der Mitarbeiterin besprechen möchte. Im zweiten Schritt füllt sowohl die Mitarbeiterin als auch die Vorgesetzte einen Fragebogen zur Kompetenzerfassung aus. Das ist eine Fremdeinschätzung einmal vorgesetzt und eine Selbsteinschätzung von der Mitarbeiterin. Im dritten kommt es zu dem persönlichen Gespräch, wo eben gemeinsam über die jeweiligen Einschätzungen gesprochen wird und am Ende kann ein Gesprächsprotokoll hinterlegt werden, was dann auch bei uns in der digitalen Personalakte, die wir gerade erarbeiten oder die jetzt in Kürze hier eingeführt wird, hinterlegt werden kann. So, hier geht es jetzt los. Ich habe schon mal ausgefüllt. Wir kommen nämlich jetzt in diesem Tool nicht weiter, weil das jetzt auch schon live geschaltet ist und läuft. Wird die E-Mail-Adresse der Mitarbeiterin eingegeben und der Leitungskraft. Ich habe jetzt immer nur mich selbst eingegeben. Dann kann man hier eingeben, okay, ich habe jetzt Hochschulabschluss, Alter, bin ich zwischen 50 und 60. Und das ist der Termin, den ich als Führungskraft vorschlage, dass ich dann gerne mit der Mitarbeiterin mich austauschen möchte über die beziehungsweise Selbsteinschätzung. Hier kommen wir jetzt zum Anforderungsprofil, was Mona vorhin schon beschrieben hat. Für die Fachkompetenzen haben wir jetzt für die HeilerziehungspflegerInnen folgende ausgesucht, die Sie hier sehen. Hierhinter haben wir jeweils die Definition hinterlegt. Was bedeutet Teilhabe ermöglichen? Welche Fähigkeit brauche ich dafür? Assistenzbedarf, was ist da die entsprechende Fähigkeit? Überall haben wir zu den Kompetenzen die Fähigkeiten als Definition hinterlegt, sodass die Führungskraft an dieser Stelle selber auch nochmal genau gucken kann, okay, was versteht eigentlich unser Unternehmen darunter? Und hier haben wir die Verhaltensanker hinterlegt, die wir gemeinsam, wie Mona eben auch schon erzählt hat, mit den Fachkräften in Workshops erarbeitet haben. Wir haben praktisch Geschäftsbereichsleitung ausgewählten Kompetenzen mit Fähigkeiten vorgestellt und haben dann die Mitarbeitenden gefragt, woran könnt ihr erkennen, ob eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter das kann, das ausübt. Ne? Das ist eben die kompetenzorientierte Personalentwicklung. Nicht was weiß ich, sondern was kann ich? Und dafür benötigen wir die Verhaltensanker. Woran kann ich sehen, dass jemand das auch macht? Zum Beispiel, was weiß ich, IT-Kompetenz, hier die Definition, hier der Verhaltensanker. Die Führungskraft sitzt jetzt an diesem Formular und kann sich überlegen, welche Kompetenzen möchte ich mit der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter besprechen, weil wenn man alle besprechen würde, wäre das Gespräch viel zu lang. Wir wollten aber auch keine Kompetenz auslassen. Deshalb haben wir eben dieses umfangreiche Profil gemacht und die Führungskraft kann entscheiden, okay, dieses Jahr möchte ich das besprechen, das noch und das noch oder eben weniger. Hier ist mir noch das Thema Nachhaltigkeit wichtig. Ich bestätige, alle Daten sind korrekt. Nächster Schritt. So, da kommen wir dann hier, haben wir das, für wen das ist, dass die Konfiguration zusammengestellt ist, fertig. Hier, jetzt sind wir bei der Zusammenfassung. Da kann ich nochmal als Führungskraft gucken. Okay, diese Punkte habe ich mir ausgewählt. Wenn ich das nochmal bearbeiten will, kann ich auf den Stift gehen und kann auch nochmal andere Kompetenzen dazu nehmen. Dann überprüfe ich das nochmal. Nächster Schritt. Und dann werden die E-Mail-Adressen eingegeben der Mitarbeiterin, nochmal der Mitarbeiterin, wegen Datenschutz, damit man das nicht woanders hinschickt. Also das ist auch datenschutzmäßig bei uns alles geklärt. Die Subdomain ist halt eine Unterseite von uns. Ne? Das ist nicht, läuft nicht über Google oder Google-Site, sondern die Daten sind nur bei uns auf dem Server. Und dann wird diese Formularkonfiguration an Mitarbeiterin versendet. So, dann kommt hier noch für die Führungskraft: vielen Dank fürs Ausfüllen. Was kommt jetzt? Neues Gespräch? Nein, das möchte ich jetzt nicht. Ich gehe mal wieder hierhin zurück. Jetzt bekommt die Mitarbeiterin und ich selber, mach mal hier beenden, bekomme jetzt eine E-Mail und kann eben die Mitarbeiterin anhand einer Skala von 1 bis 10 einschätzen. Ich habe jetzt Mona gefragt, das aufzurufen, weil wenn ich jetzt noch eine Seite aufrufe, kann das hier kollabieren. Kannst du das teilen, was du jetzt, was ja, du genau.
Oh, das ist aber genau, klein. Ist das die ganze Zeit so klein? Ja, warte, ich kann den Chat noch ausmachen. Wenn man die diese Vollbildansicht aktiviert, dann wird es groß. So, jetzt ist es besser, Leute, ne? Ja, genau. Achso, das muss ich jetzt bei mir selber machen, oder? Genau, müssen bei mir geht es voll aus. Genau, okay. Das ist das, was die Mitarbeitenden dann bekommen. Genau, ich kann ja mal weitergehen, Carola. Genau, du machst, ne? Achso, ich erzähle, gut. Okay, hier sehe ich als Mitarbeiterin, okay, soziale Integration, Inklusion, was ist das? Was soll das heißen? Okay, die Fähigkeit, Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, lese ich mir durch als Mitarbeiterin, was meinten die damit? Dann gucke ich mir noch die Verhaltensanker an. Ah, okay, knüpft Netzwerke, berät die Klienten, unterstützt Klienten. Okay, mache ich. Und dann überlege ich, ja, das kann ich ziemlich gut. Und nee, besser, 8. 8. Okay. So, da bin ich bei 8. Und ich kann auch noch einen Kommentar reinschreiben, ne, wenn ich was dazu sagen will. Das ist eine ganz schöne Funktion, weil dann kann man sich nachher mit der Führungskraft eben auch nochmal inhaltlich konkret unterhalten, was man da gedacht hat, als man das angekreuzt hat. Ne. Ja, okay, da möchte ich gerne eine Weiterbildung zu diesem Thema. Okay, dann gucke ich weiter. Da geht es jetzt Dokumentation. Nee, das kann ich nicht so gut. Ein 2. Ich habe nämlich, glaube ich, total viele Kompetenzen ausgewählt, Mona. Dann würde das jetzt ein bisschen lange dauern. Ja, ich kann ja einfach mal durchgehen. Nee, du musst aber immer was anklicken, sonst geht es nicht. Ja, ich weiß, ja. Okay, klick mal weiter. So, und die Führungskraft macht eben das Gleiche, ne? Die schätzt die Mitarbeiterin eben genauso ein. Ah, wir sind schon durch, oder wie? Zusammenfassung der Selbsteinschätzung. Das war doch nicht so viel. Gut, ich hatte Dokumentation, Diversitätskompetenz und Teamfähigkeit. Und bin jetzt beim letzten Punkt, Benachrichtigung an die Führungskraft zur Vereinbarung eines Gesprächstermins. Und hier an dieser Stelle kann ich jetzt das PDF erzeugen. Da kannst du ruhig draufklicken, Mona, auf PDF erzeugen. Dann kann man sehen, so, das ist jetzt, sieht jetzt nicht so stylisch aus, weil das ein automatisch generiertes PDF ist. Und das wird, glaube ich, noch irgendwie ein bisschen schöner gestaltet, das weiß ich nicht genau. Jedenfalls, das kann man speichern bei sich in seinem persönlichen Laufwerk und die Führungskraft ihrerseits speichert das auch. Und dann kommt es zum nächsten Schritt. Genauso, da muss man ankreuzen, ich bin bereit für das Gespräch, weil das freiwillig ist, muss man das ankreuzen. Das ist mit MAV so vereinbart, das geht nur, wenn man das wirklich selber möchte. Terminvorschlag der Leitungskraft war 11.11. Man kann dann ankreuzen, ich möchte einen anderen Termin vorschlagen oder den gleichen behalten. Wir lassen das jetzt mal so und dann kann man die Nachricht absenden. So, genau. Und dann kriegt die Führungskraft nur die Informationen, dass die Mitarbeitende bereit ist für das Gespräch und auch an dem Termin Zeit hat. Und die Führungskraft, das gehen wir jetzt nicht nochmal durch, das liegt jetzt bei mir, füllt eben auch die Fremdeinschätzung aus und kommt dann später mit dem PDF in das Gespräch. Und die Führungskräfte werden im Moment, also Freitag ist die letzte Schulung der Führungskräfte von unserem Bereich Behindertenhilfe, werden im Moment über diese Art der Gesprächsführung, was diese Leistungsbeurteilung angeht, die Fremd- und Selbsteinschätzung, das Matching und wie gehen wir damit um, geschult. Und eben auch mit dem Instrument technisch, aber da werde ich die Kollegen und Kolleginnen jetzt in den nächsten Monaten auch begleiten können von hier aus. Genau, da kam vorhin noch eine Bewertung, ne, wie bei Amazon oder so, wie man das Tool jetzt fand. Ja, das war's. Und dann ergeben sich dort eben Bedarfe. So, und dann wollen wir natürlich gerne, dass wir dann diese Bedarfe auch durch digitales Lernen vor Ort zur Verfügung stellen. Wir haben ja jetzt gleichzeitig schon eine E-Learning-Plattform bei uns installiert und viele fitte Leute probieren aus, E-Learnings zu erstellen. Das läuft so parallel. Vielleicht nur noch mal kurz zur Ergänzung. Also es bekommt keiner die Ergebnisse, außer der Leitungskraft und der Mitarbeiterin, dem Mitarbeiter. Das Einzige, was wir sozusagen gesammelt an
aggregierten Daten erheben, ist im Prinzip eine Auswertung dann, welche Kompetenzen wurden wie bewertet, aber als einfach als Excel-Tabelle, also ohne Rückschlüsse auf bestimmte Einrichtungen oder ja, Einrichtungen, Gesprächspartner oder wie auch immer. Das war dann auch eine Voraussetzung vom Datenschutz. Aber natürlich wollten wir gerne auch aggregierte Daten haben, um daraus dann Rückschlüsse zu ziehen. Ja, danke. Aber erstmal ist es wirklich nur ein Instrument für die Leitungen und für die Mitarbeitenden, sich selbst weiterzuentwickeln. Wir hatten in den letzten Jahren ein Instrument, das nennt sich Jahresgespräche für Mitarbeitende. Da geht es eher um die, ob man ein klares Bild seiner Aufgaben hat und um die Motivation, die Zusammenarbeit im Team, die Führung. Und dieses Instrument zur Kompetenzerfassung, das zielt halt nochmal ganz stark auf Fachlichkeit ab, was bei uns eben aufgrund der vielen QuereinsteigerInnen, aufgrund der neuen Herausforderung Bundesteilhabegesetz, aufgrund der sehr, sehr langen Mitarbeiterinnenschaft oder wie man das nennt, ist gerade die Fachlichkeit ein unheimlich wichtiges Thema. Und dass wir darauf so fokussieren können mit diesem Instrument. Ich bin gespannt. Wir kriegen jetzt von den Schulungen gute Rückmeldungen, ne, dass die sagen, oh, das ist auch userfreundlich, macht da sogar richtig Spaß. Und oh, was könnte man auch für Personalauswahlgespräche nutzen, für Kritikgespräche, dass die Führungskräfte auch nochmal so klar sehen können, was wird eigentlich erwartet, was verbirgt sich dahinter, woran kann ich es erkennen. Wird jetzt erstmal als sehr positiv beurteilt. Ich bin gespannt, ob die das digitale Instrument auch so, ob das so gut angewendet wird. Ja, großartig, ja, sehr spannend. Das wäre schon meine erste Frage auch gewesen, wie viel es angewendet wird. Aber ich finde es vom, was Sie jetzt gezeigt haben, also ich persönlich finde es wieder mal, ich bin begeistert von der Anwenderfreundlichkeit. Mir gefallen sehr gut diese Verhaltensanker, die hinterlegt sind zu den Kompetenzen. Ne? Total schön. Gibt es Verständnisfragen? Ich würde kurz den Raum öffnen, sonst müssen wir zum nächsten Thema huschen. Okay, dann behalten wir das für den Austausch, dass wir da nochmal drauf zurückkommen. Es gibt jetzt noch das große Thema E-Learning. Da haben wir zwei Projekte. Wir haben Zeit bis 11:45. Nochmal ein kurzer Reminder an die Zeit. Die Projekte werden vorgestellt von Dominik Thiering vom Caritasverband für die Diözese Osnabrück und von Stefan Hoffmann von dem AWO-Bezirksverband Potsdam. Die berichten eben von ihren Erfahrungen mit E-Learning und ich würde mal sagen, wir sind gespannt. Den Anfang macht Herr Thiering. Jetzt bin ich auch da, hallo. Genau. Ich schau mal kurz. So, kurz Rückmeldung. Sehen Sie die PowerPoint noch? Ja, funktioniert besser. Dann hat es jetzt funktioniert. Dankeschön. Ja, auch herzlich willkommen von meiner Seite. Ich präsentiere das Thema DigiLearn 4.0, unser ESF-Projekt. In diesem Projekt geht es wirklich darum, es ist ein sehr kleines ESF-Projekt, geht es darum, eine E-Learning-Plattform aufzubauen. Kurze Übersicht, wir vom Caritasverband Osnabrück haben keine Akademie, kein Institut, Weiterbildungsinstitut oder so, das ist nochmal wichtig zu erwähnen, sondern wir wollen wir haben uns für Moodle entschieden, für internes Wissensmanagement, Unterweisung etc. nutzen, aber auch intern natürlich E-Learning, Weiterbildung. Wir gehen aber nicht im großen Stil nach außen und bieten da E-Learning an. Das nochmal so am Anfang als Hintergrund, wie wir uns da aufgestellt haben. Die Projektlaufzeit ist 2 Jahre bis zum Sommer und wir haben ein sehr, sehr kleines Projekt. Das ist nochmal wichtig zu erwähnen, weil eigentlich ist das Projekt so ein bisschen unter der Überschrift mit wenigen Mitteln eine eigene E-Learning-Plattform erstellen. Das trifft es, glaube ich, ganz gut, weil letztendlich Projektpersonal bin ich mit einer halben Stelle und das war es dann da am Ende auch schon. Die Ausgangssituation, wieso, weshalb, warum, das war alles vor Corona, ist auch nochmal wichtig zu sagen, glaube ich, heutzutage, wo wir gemerkt haben, wir sind sehr viel in Präsenz unterwegs, uns fehlt einfach die Nutzung digitaler Formate
Und das wollten wir am liebsten im Blended Learning Konzept auch nochmal um- oder anwenden und in diese Richtung nochmal gehen. Sprich, neue Wege vor allem in der Personalentwicklung einschlagen. Die Pilotstandorte übergehe ich jetzt einfach mal und zeige Ihnen einmal, wie unser Projekt insgesamt aufgebaut ist. Das kennen Sie alle, wenn Sie in Rückenwindprojekten unterwegs sind. Das sind die Meilensteine, die wir da erreichen wollen. Und begonnen haben wir im letzten Jahr erstmal mit einer Weiterbildungsbedarfsanalyse. War gerade eben auch schon mal Thema, digitale Kompetenz der Kolleginnen. Auch bei uns ein großes Thema, wo wir am Anfang geguckt haben, okay, eine umfangreiche Analyse, Befragung bei unseren Kolleginnen und Kollegen. Wie hoch oder wie ausgereift ist die digitale Kompetenz vor Ort? Kennen viele überhaupt das Thema E-Learning? Kennen viele eine Lernplattform? Haben sie davon schon mal gehört? Videokonferenzen, wie gesagt, das war kurz vor Corona. War das schon bekannt oder nicht? Und um das kurz zusammenzufassen, die Umfrage war dann doch so, wie wir erwartet haben. Das heißt, dass wir da nochmal sehr viel Zeit auch investieren müssen, um viele Mitarbeitenden auch wirklich mitzunehmen. Das ist nach wie vor sehr, sehr anspruchsvoll. Also wenn man da wirklich guckt, wir haben einige, wenn man das so ein bisschen als Bild darstellt, die sind wirklich schon oben auf der Zugspitze. Die haben eine ziemlich ausgereifte Digitalkompetenz und viele stehen aber auch noch im Tal und trauen sich zum Teil auch nicht. Und das ist eben unter anderem auch Sinn dieses Projektes zu sagen, okay, komm, wir kommen euch entgegen und wir gehen gemeinsam hoch. Und das braucht sehr, sehr viel Zeit. Das haben wir gemerkt. Während des gesamten Projektes haben wir Entwicklungswerkstätte genannt. Gibt es zwei Entwicklungswerkstätte, die wirklich vom Anfang bis Ende die ganze Zeit parallel dazu laufen. Einmal die Entwicklungswerkstatt Softwarearchitektur. Da werden wirklich sehr technische Fragestellungen nochmal bearbeitet. Da sind wir in Arbeitsgruppen unterwegs, auch mit EDV-Unterstützung natürlich. Und da haben wir zum Beispiel entschieden, welches Autorentool nutzen wir, welche Lernplattformen nehmen wir. Wir haben uns für Moodle entschieden am Ende. Das wurde alles hier nochmal diskutiert. Und auch nochmal die gesamte EDV-Struktur vor Ort. Bei den Piloteinrichtungen sind einige aus ambulanten Pflegediensten dabei. Das heißt, die nutzen zum Teil schon ein Tablet, aber haben sonst vielleicht auch keine feste eigene E-Mail-Adresse beispielsweise. Das sind also kleine Probleme oder die Internetverbindung bei uns in Ostfriesland, im Emsland, ist da nicht immer so ganz gut auf dem Land, sage ich mal, wie in einer Großstadt. Das sind auch so Schwierigkeiten, die man im Alltag dann nochmal sieht, was wir mit diesem Projekt erstmal nicht lösen können, aber nochmal wichtig zu erwähnen und zu wissen, okay, diese Probleme sind dann auch wirklich vor Ort in der einfachen Durchführung. Die zweite Entwicklungswerkstatt ist die Entwicklungswerkstatt Lerninhalte. Und das ist ziemlich spannend, weil da machen wir das so, dass wir mit einem Autorentool mit verschiedenen Referenten uns da nochmal weiterbilden und freiwillige Kolleginnen und Kollegen dazu einladen, ersten Content, also die Lerninhalte selber zu erstellen. Man könnte sagen, okay, wir gehen extern, wir kaufen ein. Wir sind aber den Weg zu sagen, okay, wenn wir unseren ersten Kurs erstellen, finden wir es besser, das wird von unseren Kollegen erstellt, auch wenn der nicht so hochwertig ist, als wenn man einkauft, weil wir am Ende wollen, dass unsere Kollegen letztendlich den Umgang mit dieser Plattform kennenlernen, mit dem Autorentool und das auch verinnerlichen, was E-Learning heißt und wie man methodisch, didaktisch auch die einzelnen Kurse aufbaut. Das sind Kollegen aus ganz verschiedenen Bereichen. Also das sind jetzt keine Personalentwickler, Medienpädagogen, sondern wirklich Pflegekräfte, Sozialarbeiterinnen aus ganz verschiedenen Bereichen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Und so ein bisschen das Herzstück des ganzen Projektes ist die Weiterbildung der Multiplikatorinnen. Das heißt, aus den Einrichtungen holen wir uns zwei Kolleginnen dazu und bilden die weiter. Eigentlich war Blended Learning Format angedacht, durch Corona nicht möglich. Wir haben uns jetzt einmal in Präsenz erst getroffen, sonst alles über Videokonferenzen gemacht, über unsere Plattformen. Und da sind Themen beispielsweise Bereich E-Learning natürlich. Wir haben uns mit Videokonferenzen an sich beschäftigt, mit digitalen Tools wie Concept Board, ist eine Alternative zu Miro und Moodle, mit Padlet beispielsweise. Aber wir haben auch das Thema Change Management nochmal aufgegriffen, weil letztendlich ist es uns wichtig, dass die Kolleginnen und Kollegen, die Kollegen vor Ort direkt erzählen, okay, das ist die neue Lernplattform, so funktioniert das, schaut mal drauf, diese Inhalte habe ich selber erstellt, wie findet ihr das? Und das ist die Aufgabe der Multiplikatorinnen in der Ausprobier- oder Implementierungsphase, die darauf folgt, vor Ort als Ansprechpartner da zu sein und im besten Falle die Kolleginnen und Kollegen zu motivieren, diese Lernplattform auch zu nutzen.
Also am Ende steht das auch, das Ganze ist natürlich einerseits sehr technisch, ist aber nicht Inhalt dieses Projektes, sondern wirklich auf die Qualifizierung und so viele Mitarbeitende wie möglich da mitzunehmen. Und dafür nehmen wir uns am Ende dann auch 2 Jahre Zeit und das ist auch gut so, die brauchen wir auch. Und ich hoffe, dass am Ende im Sommer viele Kolleginnen und Kollegen sagen, okay, damit kann ich mich identifizieren, das ist genau das, was ich wollte, finde ich super, kann ich mir sehr gut vorstellen. Das probieren wir in dieser Ausprobierphase aus. Die beginnt Anfang nächsten Jahres und da wollen wir viele Kolleginnen und Kollegen aus den Einrichtungen dazu motivieren, sich damit auseinanderzusetzen. Es wird Vorträge dazu geben, sodass wir am Ende sagen können, circa 200 Kolleginnen und Kollegen haben mit dieser Plattform gearbeitet und wissen, was es heißt, auf einer Moodle-Plattform sich zu bewegen, Kurse zu besuchen, vielleicht Zertifikate zu erlangen und dass wir da dementsprechend dann die Akzeptanz in den Einrichtungen haben. Kleiner Hinweis auch von der Zeitecke. Wir sind bei 7 Minuten jetzt. Passt. Letzte Folie. Und zwar, was kann ich mit auf den Weg geben, wenn Sie sagen, okay, eine Moodle-Lernplattform, eine Plattform selber zu erstellen, worauf sollte ich vielleicht achten? Ganz wichtig, was wir gemerkt haben, ist die digitale Kompetenz der Kolleginnen fördern, weil da, glaube ich, wirklich auch nochmal ein hoher Bedarf an Weiterbildung, was wir mit diesem Projekt glücklicherweise auch gewährleisten können. Also ohne dieses ESF-Projekt hätten wir uns wahrscheinlich so zeitnah nicht mit diesem Thema E-Learning-Plattform beschäftigt. Die Kommunikation ist natürlich nach wie vor wichtig. Warum machen wir das? Welche Ziele haben wir da? Die Arbeitsbelastung während Corona war natürlich und ist ein Riesenpunkt, gerade in unseren Bereichen, wo wir unterwegs sind. Das muss man natürlich dementsprechend nochmal berücksichtigen. Ein Riesenpluspunkt finde ich, dass wir die Inhalte zum Teil auch selber erstellen. Ich sage immer so, einkaufen können wir immer noch, aber dadurch lernen die Kollegen das einfach kennen, wie sowas funktionieren könnte. Die Vernetzung, auch Bundesebene, wir sind jetzt innerhalb der Caritas da nochmal unterwegs, also da nochmal die Einladung zum E-Learning Barcamp Anfang Dezember, den Link kann ich da nochmal in den Chat stellen. Und da sind wir am Diskutieren, okay, nicht jeder muss ja das Rad neu erfinden. Wer hat eine Plattform, welche Software wird genutzt, wer hat Content, wo kann man vielleicht tauschen, was einkaufen. Das heißt, da sind wir gerade im Netzwerk unterwegs, um uns da einfach auszutauschen, wer macht was und wie können wir uns gegenseitig da helfen. EDV-Struktur ist natürlich nach wie vor wichtig, auch die EDV-Unterstützung bei so einem solchen Projekt. Datenschutz immer wieder, macht nicht immer Spaß, ist aber wichtig, da nochmal mit den Datenschützern immer drauf zu gucken. Und am Ende sage ich dann wirklich, ja, Learning by Doing, sich dem Thema anzunehmen und den Rückenwind, Wortwitz, aber das passt in diesem Falle ganz gut, wirklich nutzen. In Corona war natürlich großer Rückenwind dadurch bei digitalen Formaten generell, aber die Ansprüche sind auch gewachsen. Das habe ich gemerkt in dem Projekt. Vielleicht teilen Sie meine Meinung da, dass man den Rückenwind auf jeden Fall nutzt und dass wir da jetzt auch weiter vorgehen können. Genau. Soweit von meiner Seite. Ich hoffe, Punktlandung. Quasi genau eine Punktlandung, ja, vielen Dank. Ich würde direkt übergeben an Herrn Hoffmann. Ja, hallo. Ich hoffe, dass ich in der Kürze der Zeit noch das Projekt vorstellen kann, was ich hier habe. Wir haben ja bei uns, ich gehe jetzt mal auf die Präsentation. Ich hoffe, Sie können das jetzt sehen. Ich sehe Sie jetzt nicht. Was bei uns, das Thema ist, dass ich Ihnen tatsächlich zeigen möchte, wie mehrere Projekte aus dem Rückenwindprogramm sozusagen aufeinander aufbauen können. Denn der Bezirksverband Potsdam hat 2 Projekte durch diese Förderperiode bekommen oder ist noch dabei. Und das zeigt sich sehr nett, wie wir hier tatsächlich beide Projekte miteinander integriert haben. Nur ganz kurz, der AWO-Bezirksverband ist relativ groß mit 3.000 Mitgliedern und natürlich 2.300 Beschäftigten, über 130 Einrichtungen. Wir sind zwar vom Namen her Potsdam, aber wir versorgen also das gesamte Gebiet Potsdam, Potsdam-Mittelmark, Brandenburg, Havelland, sogar im Norden von Brandenburg haben wir Einrichtungen. Also wir sind sehr weit und sehr breit gestreut und das hat natürlich auch was zum Thema E-Learning dann zu tun und überhaupt zum Thema Digitalisierung und die Vernetzung innerhalb des Verbandes. Vielleicht nochmal vorneweg, ich bin Referent auch, bevor das Projekt anfing, für Digitalisierung beim Bezirksamt Potsdam. Zusammen mit mir Gary Titwell, der auch hier sozusagen den Chat betreut. Wir beide sind sozusagen im Büro Digitalisierung angesiedelt und haben diese beiden Projekte tatsächlich gemeinsam auch
geplant und sind dabei, die auch gemeinsam durchzuziehen. Wir haben, bevor wir überhaupt in die ESF-Projekte gegangen sind, Leitungskräfte-Workshops gemacht zum Thema Digitalisierung. Das erspare ich Ihnen. Aber was auch hier schon angeklungen ist, wichtige Handlungsfelder haben wir identifiziert. Was wollen wir eigentlich mit Digitalisierung? Und natürlich ist ganz klar Wissensmanagement, fachliche Vernetzung, Qualifizierung und Weiterbildung. Ganz klares Thema. Wir waren dann vom 1.6.2018 bis zum Ende des vergangenen Jahres Teilprojektpartner im ESF-Projekt Sozialwirtschaft im digitalen Wandel der AWO Oberlausitz, wo Herr Bayer, der heute Nachmittag auf dem Podium sitzt, der Projektleiter war. Wir haben also ein Teilprojekt da gemacht und bei uns ging es eben auch um Qualifizierungspflichten und Möglichkeiten. Wir haben uns entschieden, eine Moodle-Plattform in diesem Verbund zu erproben. Die haben wir sozusagen über Elidia auch eingekauft, weil Open Source ist immer gut. Wie mein Vorredner schon sagte, man kann sich über diese Open Source Plattform eben auch Inhalte austauschen. Das dient natürlich dazu, auch sich mit anderen Partnern innerhalb der AWO oder meinetwegen auch in der Wohlfahrt zu vernetzen. Was haben wir gemacht? Qualifizierung. Wir haben ein Projekt gehabt zum Thema Schulgesundheitsfachkräfte. Da haben wir also Inhalte erstellt. Wir haben Expertenstandards eingekauft von Bibliomet und haben die in der Altenpflege getestet. Wir haben angefangen, erste Pflichtunterweisungen abzubilden und wir haben mit Adobe Connect versucht, Webkonferenzen zu erproben. Adobe Connect, kann ich nur so sagen, ist nicht so optimal, weil es eine hohe Kompetenz bedarf, um das zu nutzen. Und ja, und dann kam Corona, das ist ja immer das große Thema. Und wir haben aber schnell erkannt, dass wir mit der Moodle-Plattform hier gut weiterarbeiten können. Und zuallererst hat unser Kollege Gary Titwell, der muss da nochmal mit großem Dank sozusagen belobigt werden, weil der es tatsächlich geschafft hat, das Zoom-Videokonferenz-Tool in die Moodle-Anwendung zu implementieren, sodass wir also auch innerhalb von Kursen dann mittels Zoom also kleine Sessions machen können, um so im Grunde genommen sowas wie Blended Learning auch machen zu können, also Blended Learning insofern Präsenz über Zoom und dann eigenständiges Lernen über die Plattform. Wir hatten noch ein anderes Projekt, was auch gerade gestartet war aus dem ESF Brandenburg, das eben auch durch Corona betroffen war, die dann auch relativ schnell sozusagen auf die Moodle-Plattform gegangen sind. Und wir als Team, da waren noch einige andere dabei, haben uns in Selbstlernkursen dann, das, was auch mein Kollege schon vorher sagte hier, in Selbstlernkursen die ganzen Tools uns angeguckt und haben sie erprobt und haben so in kleinen Sessions zu Hause im Homeoffice geprobt, was kann man denn wie gestalten und haben da eine Menge Expertise auch gemacht. Wir haben dann einen Moodle-Trainerkurs auch noch angeboten. Wir sind dann, das kann man jetzt schon mal so sagen, nach Ende des Projektes, das ist also Ende des letzten Jahres ausgelaufen, haben wir also das verstetigt sind auf Moodle Workplace gegangen. Das ist mandantenfähig. Also hier können nämlich dann Mandanten eigenständige Installationen betreiben unter dem großen Dach. Und auch was Layout oder Zugangsseite ist alles sozusagen eigenständig administrierbar. Und trotzdem hat man den gemeinsamen Austausch. Das ist eben ganz wichtig. Und wir sind jetzt dabei, Pflichtunterweisungen mit automatischer Zuordnung der spezifischen Schulungsinhalte und das Berichtswesen zu implementieren. Da kann man also die gesamte Organisationsstruktur hinterlegen. Man kann Mitarbeiter zuweisen und auch dann Erinnerungsfunktionen für die Mitarbeiter einrichten. Und wir nutzen es natürlich auch weiter für unsere Akademie, für unsere Fort- und Weiterbildung. Und ganz spannende Projekte haben sich parallel ergeben, nämlich dass es über Aktion Mensch gibt es den Osteuropa-Fonds. Da haben wir ein Projekt mit der polnischen NGO KFOS, das ist auch ein sozialer Träger. Mit denen bauen wir jetzt also eine Online-Akademie auf, für die, weil Moodle ja auch mehrsprachig funktioniert. Und auf der letzten Klausurtagung unseres Verbandes kamen jetzt auch die ersten sozusagen Leitungskräfte auf uns zu und sagten, können wir hier nicht auch noch Klientenschulungen durchführen, zum Beispiel
für die Beantragung von Sozialleistungen. Das ist eine ganz neue Idee, die entstanden ist, weil das zeigt aber auch schon, wie das Thema Moodle bei uns vertieft in der Mitarbeiterschaft sozusagen schon vorhanden ist und man jetzt erkennt, welche Möglichkeiten gibt es denn da. Wir haben ein zweites Projekt, da will ich noch ganz kurz drauf eingehen. Das ist das aktuelle Projekt, das ist das Projekt Sozial Digital, was auch schon gesagt worden ist, man muss die Mitarbeiter tatsächlich auch digital schulen. Was bedeutet eigentlich Digitalisierung und vor allen Dingen, welche Tools kann man nutzen? Und da, ja, mit dem Berg ist ein schönes Bild. Die einen sind ganz weit oben. Manche wollen auch gar nicht auf den Berg, weil ihnen der Berg zu steil ist. Wir müssen also gucken, dass wir die Leute hier mitnehmen. Und zu diesem Hinweis, ich überspringe mal kurz die beiden Folien hier im Zürze der Zeit. Wir hatten also auch Workshops mit Leitungskräften zum Thema digitale Transformation und Mitarbeitergewinnung. Das war noch im vor Corona. Auch hier kam dann Corona und wir haben dann diesen gesamten Schulungsbereich zum Thema Digitallotsinnen, so heißt das bei uns, also die Multiplikatoren in den Einrichtungen zum Thema digitale Kompetenz. Das sollte also in der normalen Funktion stattfinden, also in normalen Präsenzveranstaltungen, haben wir dann dank der E-Learning-Plattform, die wir dann schon hatten, konnten wir den relativ schnell auf die Plattform bringen und dann über Zoom-Sitzungen und Selbstlernen verschiedene Themen hier sozusagen für die Digital-Lotsinnen zur Verfügung stellen. Das sind also die Multiplikatorinnen für diese Themen. Und wenn man hier so sieht, sind hier einige tolle Sachen dabei, aber man sieht zum Beispiel auch Anwendungen von Office 2016. Und das ist tatsächlich so, das hat auch die Kollegin vorhin aus dem Kita-Bereich gesagt, die digitalen Kompetenzen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen sind wirklich noch sehr rudimentär an vielen Stellen. Und es geht darum, zum Beispiel auch den Kolleginnen und Kollegen zu zeigen, wie nutze ich eigentlich einen Outlook und wie hänge ich eigentlich ein Dokument an oder wie erstelle ich einen Termin. Also es ist nicht nur die große, weite Welt des Internets und der digitalen Tools, die wir den Mitarbeiterinnen zeigen müssen, sondern eben auch ganz banale Dinge für uns eigentlich, aber die für die Mitarbeiterinnen oft eine große Herausforderung sind. Wir haben dann, auch das ist ja ein Thema, sieht man auch nochmal mit Rahmen dieses Projektes, auch fürs E-Learning, sogenannte digitale Lerninseln in den Einrichtungen geschaffen. Auch das ist vielleicht nochmal wichtig, weil ja die Infrastruktur für Dokumentation in den Einrichtungen meistens, also die Computer sind meistens nur für die Infrastruktur für Dokumentationen vorhanden. Und wir haben gesagt, nein, es braucht extra Lerninseln, wo also Mitarbeiterinnen im Internet recherchieren können zu Fachthemen, wo sie das E-Learning nutzen können, wo sie Zoom-Sitzungen machen können, wo sie sich miteinander vernetzen können. Das sind diese digitalen Lerninseln, die kommen sehr gut an, weil es Rechner sind, die wirklich dann multimedial auch aufgebaut sind und tatsächlich vor Ort nicht für die Dokumentation zur Verfügung stehen, sondern primär für Lernszenarien. Das mit den Markenbotschaftern überspringe ich mal im Rahmen der Zeit. Auch hier sind wir dabei, das über die E-Learning-Plattform zu machen. Das ist ein Teilprojekt aus Sozial Digital und wir haben ein Intranet auch mit Hilfe des Projektgeldes gegründet. Vielleicht nochmal hier auch, wir haben keine Social-Intranet-Lösung uns geschaffen, weil wir der Meinung sind, dass diese Vernetzung übers Intranet den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern fast schon zu viel ist. Und das ist so eine Erkenntnis auch, noch eine Plattform, noch ein Tool, noch ein digitales Tool. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben einen stressigen Job und für die ist es schon schwierig, im Alltag sozusagen den Alltag zu bestehen. Wir glauben, dass, oder das ist ja auch allgemein so, dass digitale Tools vor allem auch zur Unterstützung der Arbeit dienen müssen. Wir haben eine Umfrage gemacht, die meisten Mitarbeiterinnen wünschen sich gar keine digitale Vernetzung, weil die sind zum Teil über Facebook oder Instagram oder sowieso schon überall vernetzt. Und noch ein Tool zu bieten, was jetzt Vernetzungsstrukturen anbietet, wird für einige Mitarbeiterinnen auch zu viel. Man kann das allerdings auch mit der Plattform später nochmal machen. Vielleicht noch der letzte Satz dazu. Unsere Digitallotsinnen sind jetzt sehr gut etabliert. Wir haben einige Bereiche, wo jetzt zum Beispiel KI-Systeme geprüft werden, im Seniorenbereich zum Beispiel. Da sollen die Digitallotsinnen jetzt eben auch tatsächlich die Prozesse mit begleiten, also auch die Einführung von solchen Systemen. Da geht es um Pflegerobotik, mit denen wir uns gerade beschäftigen. Also es das heißt, die Digitallotsen sind tatsächlich auch angekommen im Verband. Das ist für uns sehr schön. Und was für uns jetzt auch nochmal sehr schön ist, ist, dass wir ab 2022 für diese Beauftragung von Digitallotsinnen sozusagen, dass wir das in den Tarifverträgen hinterlegen
können und die Mitarbeiterinnen dafür eben auch, weil es ja auch eine Zeitfrage ist, besonders entlohnt werden. Das ist natürlich auch eine tolle Anerkennung seitens des Arbeitgebers. Und was wir uns am Ende wünschen, da komme ich auch zum Ende, natürlich mal ein Vernetzungstreffen aller Akteure in Präsenz. Das ist bisher uns noch nicht gelungen und wir möchten natürlich gerne auch nochmal mit diesen Digitallotsen und Markenbotschaftern nochmal was Peppiges machen. Wir haben ja in Potsdam das Hasso-Plattner-Institut, die ja tolle Workshops anbieten zum Thema Design Thinking oder New York. Das wollen wir mit denen nochmal so richtig machen als Benefit, aber das geht da leider, oder es ist gut, wenn es nur in Präsenz ist und deswegen sind wir ja gute Hoffnung, dass es vielleicht im nächsten Jahr noch funktionieren kann. So schnell mein Ritt hier durch diese Veranstaltung oder dieses Projekt und damit wir noch Zeit haben zu diskutieren, jetzt schließe ich meinen kleinen Vortrag. Ja, super, vielen Dank. Das war wirklich sehr, sehr schnell. Ja, toll. Ich wollte das einfach großartig. Uns ist nochmal wichtig zu sagen, also das war auch vielleicht für die Regiestelle wichtig, ja, wir haben einmal so ein Projekt gehabt, wo wir Verbundpartner waren, wir haben was implementiert, wir haben es nachhaltig verstetigt und verstetigen es immer weiter und nutzen es eben wieder für weitere Projekte, ja, also für ESF-Projekte oder auch, wie man jetzt sieht, also das ist eine ganz tolle Sache mit der polnischen Organisation KFOS, ja, sie sind auch über ein ESF-Projekt entstanden, die Kontakte aus Polen, da ging es um Altenhilfe und die wollen eben jetzt tatsächlich auch ihre Mitarbeiterinnen schulen und haben auch das Problem, dass es ein sehr weitläufiger Verband ist, der in ganz Schlesien unterwegs ist, ja. Und das ist total spannend, auch da nochmal neue Dinge auszuprobieren im Bereich E-Learning und mit denen jetzt irgendwelche Kurse da zu erstellen und Inhalte. Das ist also eine ganz spannende Aufgabe, weil das eben in die Zweisprachigkeit geht, ja. Ja, toll, vielen Dank. Jetzt haben wir noch kurz Zeit für einen Austausch. Frau Retz. Ja, Sie sind nicht zu hören, leider. Funktioniert leider nicht. Schreiben Sie doch die Frage in den Chat, ja, das ist vielleicht einfacher. Vielleicht darf ich noch mal zwei Sätze sagen zum Thema Online-Beratung. Das hat mich sehr berührt, was der Herr Büttner gesagt hat. Und ich habe mich vorhin zurückgehalten wegen der Zeit. Aber ich habe ja beim Bundesverband der Arbeiterwohlfahrt auch das Thema Online-Beratung vor über 10 Jahren schon eingeführt. Und das Problem ist nicht nur, dass die Wohlfahrtspflege untereinander sich Konkurrenz macht, sondern die Verbände innerhalb ja auch. Und gerade die Kostenfrage ist ja auch sehr unterschiedlich. Und das ist auch eine politische Frage, ja, dass wir auch mit den Verhandlern von Beratung, also mit den Kommunen oder mit den Ländern oder wer auch immer die Beratung beauftragt, dass man mit denen auch sozusagen in Kontakt tritt und sagt, die Zeiten haben sich geändert, ja. Und die haben sich schon vor 10 Jahren geändert. Und das ist ein schwieriges Thema, ja. Ich finde das ein ganz schwieriges Thema, aber ich glaube, wir sollten insgesamt auch gucken, dass wir als Wohlfahrt enger zusammenarbeiten und sagen, das sind die Bösen, das sind die Schlechten und mit denen wollen wir nicht und mit denen dürfen wir nicht, keine Ahnung. Das sollte uns eigentlich relativ egal sein. Deswegen auch Herr Thiering, ich kann nur sagen, wenn wir uns zum Thema Moodle austauschen wollen, ganz herzlich sind Sie eingeladen, dass wir in Kontakt treten und vielleicht auch nochmal über Inhalte miteinander reden. Das ist auch ganz kurz die Idee auch von dem Barcamp. Also das sind von wie auch Caritas, wir haben es ein bisschen organisiert, daraus ist es entstanden, aber ganz offen, da haben sich auch schon viele aus anderen Wohlfahrtsverbänden, anderen Verbänden angemeldet. Also das kann ich nur unterstreichen, was Sie sagen. Ich kann leider am 2.12. nicht. Ja. Das ist mein Problem. Vernetzen, kooperieren, nicht jeder muss was Neues finden. Das genau, Emmy, das ist ganz wichtig, genau. Ja. Hört man mich jetzt? Ja. Ich würde ganz kurz Herrn Büttner nochmal vorziehen, weil ich glaube, der will antworten. Genau, also will ich voll und ganz unterstützen. Es ist ja noch viel verrückter, wenn man sich die Prozesse in Bezug auf Online-Beratung, in Bezug auf Suchtberatung anschaut, was auf Bundesebene in Nordrhein-Westfalen, aber auch durchs Delphi-Projekt läuft. Und dann noch überlegt, dass wir in Schleswig-Holstein, wo die Politik sagt, wir wollen eigentlich eine Open-Source-Strategie fahren, die trotzdem ein Projekt fördern, wo das Gleiche nochmal mit einem kommerziellen Anbieter umgesetzt wird, dann wird es wirklich verrückt. Und ich glaube, dass wirklich, und da weiß ich aber nicht, wie das sozusagen auf politischer oder sozialpolitischer Bundesebene zwischen den Verbänden gut abgestimmt werden kann. Aber da muss eigentlich auf BAGFW-Ebene sozusagen, eigentlich müssten die Prozesse aktiver gesteuert werden. Und das wäre klasse, wenn das irgendwie funktionieren würde. Also ich bin mit unserem Gesamtverband im Gespräch dazu, aber es wäre echt die Zukunft so, weil sonst wird es verrückt, wenn alle halt an ihrem Kram friemeln.
Ja, es braucht so eine Art Fachausschuss Digitalisierung, ja, ne, in der BAGF, genau. Hm. Ja, und zu dem Thema nochmal mit der mit dem Online-Barcamp zum Thema E-Learning finde ich total super. Ihr habt es ja auf der Website auch reingestellt. Macht so, dass ihr nicht nur Caritas seid. Also da steht in der also sozusagen von dem, wie ich es als erstes lese, da sind nur Caritas-Leute sozusagen eingeladen. Wenn es offen ist, kommuniziert es auch offen, gibt es über Twitter raus und alles, weil das sind Themen, die ganz viele einzelne Organisationen, aber auch Landesverbände oder wie auch immer, die dann organisiert sind, interessieren. Selbst wir haben eine Moodle-Plattform und würden uns super gerne dazu austauschen. Also kommuniziert es offen. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Ja, vielen Dank. So, Frau Retz. Ich wollte noch sagen, ich war ja eben kurz schon angefangen. Ich fand es ganz beeindruckend, auch sehr interessant für uns, die Schilderung der einzelnen Bausteine ihrer Projekte. Zum Beispiel eine Sache, habe ich auch schon gerade mit Mona kurz gecheckt, was ich gut finde, ist, dass sie die Multiplikatoren, bei uns heißen die E-Learning Coaches, dass sie die auch in eine andere Entgeltgruppe kriegen, ne, oder irgendwie mit einer Zulage, dass sie dafür kämpfen. Ich hätte mir jetzt gewünscht, oder vielleicht können Sie das jetzt auch noch eben machen, gerade auch was Dominik Thiering eben gemacht hat, dass Sie die Plattform mal zeigen, weil das dachte ich, jetzt ist hier Workshop, Tools und Plattform. Ich finde es auch total interessant, welche Projekte Sie alle machen und was Sie für Bausteine haben. Aber jetzt haben wir die Plattform oder das Tool gar nicht gesehen. Okay, ich kann hier kurz nochmal reingehen. Warten Sie, ich kann das kurz machen. Ich gebe mal. Bei diesen Padlets war es ja auch total interessant, ja, total schön zu sehen, wie das funktioniert. Genau, ich gucke gerade mal. Ich bin ja hier in dem Browser. Das ist jetzt das Problem. Ich gucke mal. Nee, wenn ich das jetzt teile, dann sehe ich Sie. Ne? Das ist total doof. Sehen Sie das jetzt? Ja, jetzt sieht man es. Ja. Genau, also wir haben hier, ich habe ja sozusagen die Adminrechte hier in der AWO-Plattform und wir sehen also hier haben wir die Mandanten, ja, das AWO-SPI oder hier auch KFOS. Und wenn man jetzt zum Beispiel auf KFOS geht, ja, das ist der polnische Bereich, dann sieht man, das ist hier oben das Logo von KFOS. Die haben auch einen anderen Bereich und wir haben zum Beispiel jetzt auch den Kreisverband Brandenburg mit dabei, die sind dann blau und die haben auch eine andere Einstiegsseite. Und wir haben eben hier tatsächlich, wenn wir in der AWO Potsdam sind, oder ich zeige es mal in Brandenburg, ja, wir haben eben hier die ganze Organisationsstruktur hinterlegt. Das kann man nämlich in der Moodle Workplace-Version machen. Ja, und dann hat man also hier die Abteilungen und die Positionen. Und dann kann man hier, das heißt also Job zuweisen, man kann Schulungen erstellen und kann die hier also an die Abteilung oder an die Mitarbeiterinnen zuweisen und die können dann tatsächlich Hilfe von, also können dann innerhalb eines Jahres zum Beispiel diese Pflichtschulung erledigen. Und wenn man jetzt zum Beispiel sieht, hier ist die Tagespflege, da gibt es also die Leitung und die Mitarbeiterin und die Leitung kann dann sehen, welche meine Mitarbeiterinnen haben denn welche Schulungen gemacht und wie sozusagen, welche müssen sie noch machen. Es gibt dann auch ein Berichtswesen zum Beispiel hier, da muss ich mich mal schnell durchklicken, genau. Das haben wir auch probehalber erstellt, das ist noch im Test, wie man sieht. Und dann kann man eben tatsächlich hier so einen Test generieren, so einen Bericht generieren und kann sagen, wie sieht es eigentlich aus? Das kann man hier mit Hilfe von Einstellungen machen und kann dann hier tatsächlich so einen automatischen Bericht erstellen, der dann immer wieder an die Leitungskraft verschickt wird. Also Sie sehen schon, das ist ganz, ganz viel an Programmierung, die man jetzt machen muss. Deswegen, wir haben jetzt angefangen mit dem Kreisverband Brandenburg, weil das sind nur 160 Mitarbeiterinnen. Mit denen haben wir sozusagen angefangen, um das ein bisschen sozusagen zu testen, wie geht das eigentlich, wo muss man bei der Programmierung drauf achten, bevor wir dann mit unseren 2300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier sozusagen auch in diesen Pflichtunterweisungsbereich einsteigen. Ich zeige nochmal, was wir auch gemacht haben. Wir haben eben auch so einen Moodle-Trainerkurs gemacht. Das ist hier bei Moodle Workplace anders. Man kann also verschiedene Kurse zu einem Programm zusammenfügen und dieses Programm insgesamt sozusagen laufen lassen. Das geht in der normalen Moodle-Version nicht. Und dann kann man eben hier gucken, gehen wir in diesen Kurs rein, ganz normal. Ja, also Grundlagen von Moodle. Dann gibt es natürlich hier PDFs, es gibt Aufgaben. Ja, hier gibt es zum Beispiel auch nochmal ein Forum, Austauschforum. Es gibt Aufgaben, hier eine Online-Aufgabe
Übung zur Gestaltung eines eigenen Kursraumes. Also wir stellen zum Beispiel in diesem Online-Trainer, Moodle-Trainerinnen, jedem Mitarbeiter einen eigenen Kursraum zur Verfügung, wo er oder sie dann selber die ganzen Tools ausprobieren kann. Und wir besprechen auch dann in diesem Moodle-Trainer-Kurs, der ist ein Zertifiz-, also wir machen den 4 oder 5 Zoom-Sitzungen machen wir innerhalb dieses Kurses. Und dann gucken wir uns immer auch an, was haben die Mitarbeiterinnen gemacht, wo sind sie unterwegs gewesen, wie haben sie irgendeine Aufgabe für sich entwickelt, und dann geben wir auch Tipps, wie man das besser machen kann. Also die sind hier sehr agil, und das kann ich eben auch nur sagen, das macht sehr, sehr viel Sinn, dass man eigene Inhalte erstellt. Jetzt bin ich hoffentlich raus hier. Ja, nee, ich habe mich nicht mehr freigegeben. Okay, genau. Genau. Macht eben sehr viel Sinn, tatsächlich eigene Inhalte zu erstellen, weil das auch die Identifikation mit diesem ganzen System erhöht. Ja? Also weil die Mitarbeiterinnen, die hier sich als Trainer sozusagen schulen lassen, sehen eben auch, was ist möglich. Und so kam dann die Idee von einer Kollegin jetzt neulich und sagte, wir können doch auch mal was für Klienten hier machen. Das geht doch auch. Ja, und also das ist ja ein Hauptproblem, wissen Sie alle, Beantragung von Leistungen im Sozialamt ist hochkomplexes Thema. Warum nicht so einen kleinen Schulungstool hier machen? Also das heißt, die Leute begreifen, was möglich ist, und nutzen es auch weiter für ihre Arbeit. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr schön eigentlich, muss ich sagen. Das ist das, was wir wirklich auch gut finden, ne, Gary? Ja, ja, so sieht's aus, Stefan. Kurze Input von der Timeline wieder. Also wir sind jetzt in der Mittagspause, habe ich gerade gesehen, die Anweisung von der Regiestelle sozusagen. Und ich würde aber, ich glaube, dieser Raum bleibt offen. Also wer, für alle, die Lust haben, würde ich einfach den Raum öffnen, vielleicht noch bis 1:30 hier zu bleiben, damit alle eine halbe Stunde wirklich Mittagspause machen können. Aber wir jetzt noch für diejenigen, die Lust haben, weiter einfach die 10 Minuten dann für den Austausch nutzen. Ich muss leider los. Vielen, vielen Dank an die Kolleginnen, die was vorgestellt haben. Das waren super spannende Vorträge. Vielen Dank. Danke gleichfalls. Danke, Herr Hoffmann, für die Plattform. Ja, bitte gerne. Ja. Also das, was mit Moodle Workplace ist, das ist ja sozusagen eine Weiterentwicklung. Das macht eben nur Elidia in Deutschland. Das sind die einzigen, die das hosten. Da hat man eben 10.000 Leute drauf, und das ist tatsächlich, also kann man da raufpacken, wenn man das gerne möchte. Ja, das ist schon relativ viel, und damit kann man eben das gesamte System mit der Pflichtunterweisung tatsächlich erschlagen, und das nimmt ja unheimlich viel Zeit in Anspruch. Und wenn man das so automatisiert, also es ist echt viel Arbeit. Gary und ich sitzen da ja wirklich dran. Das ist wirklich viel, viel Arbeit, das alles einzurichten. Aber wenn das mal richtig funktioniert, das hoffen wir, dass wir im nächsten Jahr damit starten können, das so richtig für die ersten Pflichtunterweisungen sozusagen auszubauen, dann ist dieses gesamte Thema Reporting von Pflichtunterweisungen, ist das alles sozusagen online machbar. Und das ist ein Riesenschritt für den Nachweis und diesen ganzen Zirkus. Man könnte sogar diese Daten exportieren, dann aus Moodle in eine CSV-Datei und dann dem Personalwesen zur Verfügung stellen, die ja dann auch diese Zertifikate benötigen, als Nachweis zum Beispiel. Ne? Das ist alles möglich. Aber wenn Sie zum Beispiel was zuweisen wollen, eine Schulung, haben Sie eine Schnittstelle zu den Personalstammdaten? Oder nee, wir müssen, das nee alles? Die haben wir nicht. Wir müssen die Teilnehmer wirklich darauf packen. Das heißt, die, wenn jetzt ein neuer Mitarbeiter kommt, wir sind jetzt gerade dabei, die Mitarbeiter alle einzupflegen, die werden dann gleich in den Abteilungen zugeordnet, und in ihrer Funktion sind sie Leitungskraft oder nicht. Und kommt ein neuer Mitarbeiter, wird er eben hinzugefügt, und dann kriegt sozusagen eine Abteilung X die Kurse hinzugefügt, ja, und oder als Programme, ja. Also man kann auch die einzelnen Kurse zu kleinen Programmen stricken. Also als Beispiel Hygiene, ja. Händehygiene ist überall gleich, egal wo man ist, ja. Das hat sich immer, da gibt es nichts anderes, ja. Also das könnte man für alle Mitarbeiter. Dann gibt es aber vielleicht besondere Hygienemaßnahmen im Kita-Bereich oder im Seniorenbereich. Dann schickt man nochmal einen kleinen Kurs zum Thema Kita, und den schickt man dann eben auch in den Kita-Bereich mit rein, und Hygiene in den Seniorenzentren schiebt man dann bei den Mitarbeitern in den Senioren zusammen. Die haben aber das eigene, also es sind dann unterschiedliche Kurse, aber die sind in einem Programm drin, und das ist das Spannende dabei. Und wenn Sie bei der Händehygiene jetzt was ändern wollen, dann müssen Sie es nur einmal ändern, und dann ist es sozusagen für alle auch wieder greifbarer. Ja, also das ist total spannend eigentlich, ja. Hallo, Herr Spark. Sie haben eine Frage oder Feedback? Ja, ich habe mich gerade dazu geschaltet, weil ich finde das Thema ja unheimlich spannend, vor allen Dingen, weil wir seit August 2020 an der Moodle-Implementierung arbeiten. Zunächst zu meiner Person, DRK Hannover, der größte Verband hier mit 2.500 Mitarbeitern in der Region Hannover.
wie gesagt, wir arbeiten auch an der Moodle-Implementation und genau das, was Sie gerade angesprochen haben, wie kommen die Mitarbeiter zu ihren Kursen, haben wir bei uns im Hause jetzt geschickt gelöst über eine LDAP-Implementation. Das heißt, die Benutzer werden bei uns zentral in der AD eingebunden und landen dann auch zentral in den jeweiligen Moodle-Kursen. Wenn die mit einem Ablaufdatum versehen werden, wird ihnen auch gleich berichtet, hey, du musst hier noch einen Kurs besuchen, der läuft zum 21.11. oder sonst irgendwann aus. Ein sehr interessantes Feld, allerdings, Herr Hoffmann, muss ich Ihnen recht geben, sehr zeitintensiv. Also man braucht da eigentlich 1 bis 2 Vollzeitstellen, um Moodle wirklich dann irgendwann mal richtig zum Laufen zu kriegen, gerade bei so einer Masse an Mitarbeitern. Also warum was bei uns nicht funktioniert, ist ganz einfach. Das habe ich jetzt vorhin übersprungen. Wir sind ja 4 Tochtergesellschaften, die hat eine Historie, warum die unterschiedlich aufgestellt sind. Und wir haben eben nicht das eine Personalsystem im Bezirksverband Potsdam, sondern wir haben verschiedene Personalsysteme und damit können wir solche Schnittstellen nicht so günstig bauen. Das ist das Problem, ja. Weil wir sind ja im Bereich Digitalisierung und mit der IT und mit dem Vorstand im Gespräch auch die Systeme anzugleichen. Aber ich sage Ihnen, das wissen Sie ja selber, unterschiedliche Historien in den Wohlfahrtsverbänden sind auch immer Stolperfallen, ja. Wir bestehen noch 6 GmbHs, also es ist auch nicht ganz einfach hier. Aber weswegen ich mich eigentlich zugeschaltet habe, ich habe jetzt ein paar Mal das Wort Elidia gehört. Das wäre ein Unternehmen, für das ich mich auch schon interessiert habe und eine Zusammenarbeit eventuell anstrebe. Gerade was Coaching von Moodle-Trainern und so weiter betrifft. Wie sind da so die Erfahrungen? Traut sich wer? Gary, du kannst so ruhig loslegen. Du bist ja. Genau, also wir haben ja Elidia beauftragt und ja, die Zusammenarbeit ist läuft perfekt. Also die bieten dann Kurse an, wo die dann vor Ort kommen. Und wir hatten dann auch Probleme mit Corona gehabt, dann haben wir es halt digital gemacht und das waren dann, ich glaube, 4 Workshops haben wir mit denen gemacht. Und da wurden dann halt alle Mandanten geschult. Also sprich, jemand von der AWO SPI, den wir da drauf haben. Dann der Kollege Hoffmann, ich wurde geschult. Und noch unser anderer Projektleiter. Genau, und die geben sich Zeit. Und bei Rückfragen kann man die auch anschreiben. Also das ist echt super. Und wenn es Updates gibt, die laufen dann im Hintergrund. Man kriegt gar nichts davon mit, sondern Update wird gefahren. Und dann erhält man die Nachricht, ja, da auf Moodle Workplace gibt es ein neues Update. Und wenn man weitere Funktionen haben möchte, die nicht im Standard sind, dann kann man die halt anfragen und die schalten das frei und dann gibt es dazu auch eine kleine Schulung. Also nur ein Satz, Elidia ist wirklich in der Moodle-Community stark sozusagen integriert und wenn man also einen Bedarf hat oder eine Fehlfunktion sieht bei Moodle und gibt das über Elidia weiter, das habe ich schon 2-3 Mal erlebt, dann ist das mit irgendwelchen Updates auch irgendwann dann behoben. Also die sind gut vernetzt und das ist ja das Wichtige und Moodle Workplace kann, glaube ich, nur Elidia hosten. Also man kann es auch selber hosten, aber ich glaube, das ist sehr kompliziert. Und ich bin ja ganz froh, wenn wir uns damit nicht beschäftigen müssen, so ein Tool zu hosten, ja, und auf die Update zu achten, sondern wenn man das von einer Firma macht, die das wirklich kann. Ne? Wir haben da auch lange geguckt. Wir hosten das selber. Und Elidia hat uns da unterstützt. Vielleicht war das deswegen, weil die es nicht hosten. Also wir waren insgesamt auch zufrieden. Wir hatten aber eine Schulung, da hatten wir auch die ganzen Fragen mit Anmeldeverfahren etc. Da wurde kaum was vom Active Directory gesagt oder LDAP, wo wir danach sagten, oh Gott, das kriegen wir alles gar nicht hin, was wir wollen. Und wir haben dann letztendlich gute Erfahrungen mit einem großen Krankenhaus in der Nähe, die das genauso gemacht haben. Also da auch nochmal die, also für uns hat es geholfen, mit jemandem zu sprechen, die es schon gemacht haben, das alles eingebunden haben. Wir haben eben nicht Moodle Workplace, sondern eben normales Moodle und hosten das selber. Insgesamt war die Leistung in Ordnung oder gut von Elidia, haben aber mehr davon profitiert, wenn wir mit anderen zusammengearbeitet haben, die es schon gemacht haben, sage ich mal. Mehr so Stolperfallen und sowas mitgekriegt. Sie hatten vorhin einen Link rausgegeben, netzwerk-elearning.org. Ich werde mich dort auch mal anmelden, weil ich finde das Thema enorm spannend. Moodle ist eine Plattform, die kann man wirklich für sowas ausbauen und nutzen. Und die bringt uns auch weiter. Da bin ich voll bei Ihnen. Gerne. Also wir hatten auch mal diskutiert, von wegen eine gemeinsame Plattform mit vielen ist schwierig, aber vor allen Dingen auch den Content auszutauschen oder günstiger weiterzugeben und tauscht. Das finde ich, glaube ich, nochmal sinnvoll, weil dass jeder ein Deeskalationstraining als E-Learning macht,
vielleicht klappt das auch, dass man sich da austauscht. Genau, ja, genau, so ist das. Das ist auch unser Ansatz. Deswegen ist für mich auch immer, also das ist der Vorteil eben von diesen Open-Source-Plattformen. Ich wollte nochmal Frau Schäffler fragen, Sie haben ja ein eigenes E-Learning-Tool gebaut, habe ich vorhin gehört. Hat das denn auch diesen SCORM-Standard? Also kann man da auch Schulungen sozusagen austauschen mit anderen Partnern oder ist das sehr individuell programmiert? Nee, wir haben kein eigenes. Okay, wir haben eine Lernplattform gekauft oder nutzen die, LearnBase, und arbeiten da mit einem integrierten Autorentool, können aber SCORM hochladen und auch das, was wir erstellen, in SCORM umwandeln. Also von daher sind wir, was das Thema Austausch oder so angeht, auch relativ frei. Das Autorentool, das ist H5P, ist auch eine Open-Source-Lösung und hat halt den Vorteil, dass es sehr anwenderfreundlich ist. Also relativ einfach. Man kann nicht so viele tolle Sachen machen wie bei Articulate oder so. Aber wir bilden ja auch oder qualifizieren ja auch Mitarbeitende aus, die dann selber E-Learnings machen und damit können die eigentlich nach einer halben Stunde schon arbeiten. Und das ist ja das, was uns daran so gut gefällt. Genau. So, in Anbetracht der Zeit würde ich noch mal eine letzte Frage oder sowas vielleicht zulassen, falls es noch was gibt. Scheint nicht der Fall zu sein. Dann möchte ich mich noch mal ganz herzlich bedanken für die Teilnahme und den wirklich super interessanten Input. Ich glaube, der Wunsch nach Information und Inspiration ist schon mal erfüllt worden. Ich wünsche Ihnen eine wunderbare Mittagspause und Herr Thiering, wollen Sie noch was sagen? Ganz kurz, das hat Herr Hoffmann, glaube ich, schon gesagt. Irgendwie die Bitte oder so, Bundesarbeitsgemeinschaft, dass man die irgendwie, vielleicht kriegt man es ja hin, also auch außerhalb der Caritas, Diakonie und so weiter, irgendwie einen Austausch hinzukriegen zum Thema Moodle, E-Learning, das fände ich nochmal super spannend, wenn man da irgendwie weitermachen könnte, auch nach den Rückenwind-Projekten, wenn man das mitnehmen könnte aus diesem Workshop nochmal. Würde ich sehr begrüßen. Ja, das wäre, wer würde sowas initiieren? Müssten eigentlich die Bundesverbände initiieren. Was Problem ist, die sind hier nicht vertreten. Und ich sage es mal ganz vorsichtig, der Bundesverband, der AWO, also wir sind da weiter als der Bundesverband, um das mal vorsichtig zu formulieren. Aber wir haben keinen Zugriff auf die BAGFW. Ja. Okay, also scheinen mir Barcamps doch eine sehr gute Übergangslösung zu sein, bis die Bundesverbände weitergekommen sind mit dem Vernetzungsansatz. Okay, ich wünsche Ihnen eine wunderbare Mittagspause. 13 Uhr geht's weiter und es gibt Vernetzung in der Rezeption bis dahin. Ja? Vielen Dank.